Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem deutschen Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Ich bin der Nerdizist Michael und heute zu einer besonderen Spoiler-Episode habe ich mir mal wieder zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal den Nerf-Gunsmith André. Hallo. Und wie immer gerne gesehen und gehört dabei der Emu von Bizarro World Comics. Hallo. Ja, und wir sprechen heute über einen Film, der mittlerweile ist, glaube ich, seit 3 Wochen im Kino, hat schon fast so viel eingenommen wie Avatar und sollte ihn so langsam überflügeln. Und das ist ein Film, auf den quasi alle MCU-Marvel-Fans vielleicht sogar 10 Jahre gewartet haben und das vielleicht bekommen haben, auf das sie gewartet haben. Aber bevor wir einsteigen, standardmäßig natürlich nochmal für alle, die uns das erste Mal hören: Wie gesagt, Nerdizismus is the name of the game. Ihr geht auf nerdizismus.de, da könnt ihr alle unsere Episoden hören. Da könnt ihr auf den großen Abonnieren-Button klicken für den Feedreader eurer Wahl. Ihr könnt uns aber auch bei Spotify hören oder bei iTunes und mittlerweile auch bei Google Podcasts. Jetzt funktioniert der Stream dann nämlich endlich. Und wer uns schreiben will, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder ganz klassisch info@nerdizismus.de. Naja, und wie gesagt, heute sprechen wir über das verdammt riesig große und maximale Finale im MCU der sogenannten Infinity-Saga, und zwar Avengers Endgame. Und bevor wir in einen kleinen Inhalt einsteigen, sagt mir doch bitte mal, wie war euer Eindruck, als ihr aus dem Kino raus wart, Emu? Aus dem Kino raus, komplett überwältigt, im Kino selbst teilweise zwiegespalten, teilweise emotional komplett überfrachtet, teilweise gehypt, mega freudig, das angesehen, was auf der Leinwand lief, und ja, es fällt wirklich schwer, dieses Gefühl, was der Film hinterlassen hat, so in wenigen Worten oder Sätzen zusammenzufassen, weil letztendlich mich schon seit Jahren kein Film mehr nachträglich, nachdem ich ihn nur einmal gesehen habe, was jetzt hier auch der Fall ist, so beschäftigt hat und so viele nicht Änderungen, aber Ergänzungen in den Wochen und Tagen danach noch gegeben hat, weil ich mir immer noch Gedanken über das Gesehene mache und ich das Gefühl habe, dass ich ihn, obwohl ich ihn, wie gesagt, nur einmal gesehen habe, von Tag zu Tag ein wenig besser fand noch. Und für mich wahrscheinlich der beste MCU-Film für mich persönlich, subjektiv, nicht objektiv betrachtet, weil er alles für mich zum Abschluss gebracht hat, worauf ich gewartet habe. Ja. Und André? Also ich habe den in der Mitternachtspremiere gesehen. Ich bin um 21 Uhr ins Kino, habe Infinity War geguckt und direkt im Anschluss Endgame. Ja, ja, also gute 6 Stunden im Kino gesessen und dann halt so morgens um kurz nach 3 aus dem Kino raus. Und dann noch zur Arbeit. Dann nach Hause, schnell ein bisschen geschlafen und dann zur Arbeit, genau. Und ich glaube, dadurch, dass ich natürlich verständlicherweise ein bisschen müde war, als ich aus dem Kino kam, ich habe sehr zufrieden geschlafen, in die kurze Zeit sehr tief und fest geschlafen, habe ihn dann direkt an dem Tag am Abend nochmal mit meiner besten Freundin geguckt. Und wie das halt beim zweiten Mal gucken immer ist, du achtest plötzlich auf noch mehr Kleinigkeiten und ich bin halt immer noch begeistert und habe ihn dann tatsächlich ein paar Tage später noch ein drittes Mal geguckt. Die beste Freundin von mir hat irgendwie eine halbe Stunde geheult nach dem Film und so zum Teil aus Glück, zum Teil aus den jetzt kommenden Spoiler-Gründen. Und ich war im ersten Moment aber einfach nur extrem zufrieden, muss ich sagen. Also ich hatte meine Befürchtungen nach Captain Marvel und die haben sich überhaupt nicht erfüllt und das hat mich sehr, sehr, sehr zufrieden gemacht. Das muss ich, glaube ich, auf die Müdigkeit schieben, dass du danach wirklich schlafen konntest. Das hätte ich im Leben nicht.
Ja, ja. Ich hab an dem Mittwoch, also der fing ja Dienstag nachts um 0 Uhr dann, ja, zu dem Mittwoch, als er denn losging in den Kinos, ich habe den Mittwoch um 14 Uhr in der ersten Vorstellung bei uns im hiesigen Kino gesehen, habe früher Feierabend gemacht extra und bin dann raus. Meine Frau konnte nicht gucken, weil sie zu Hause auf die Tochter aufgepasst hat und ist dann erst den Freitag darauf ins Kino gegangen und ich kam nach Hause. Ich war so gegen 18, 19 Uhr irgendwann zu Hause und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte und das hat mich umgebracht. Das war so schlimm. Ich hätte im Leben nicht danach schlafen können. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube wirklich durch die 6 Stunden am Stück Kino ging's und als ich ihn dann am Abend halt direkt nochmal geguckt habe und wir raus sind, und ich dann auch endlich, oh Gott sei Dank, ich habe ihn jetzt mit jemandem zusammen gesehen und ich will jetzt über alles reden, ja, und meine beste Freundin fing an zu heulen und meinte, nee, sie musste erstmal, sie braucht erstmal 2 Tage, um den Film zu verdauen und dann können wir darüber reden. Also mir ging es ähnlich wie dir, ich musste auch ein paar Tage warten, um so richtig, und ich glaube, man fängt mit der Verarbeitung erst richtig an, wenn du das erstmal mit Leuten drüber sprichst. Ja, das ist richtig. Ich habe damals, es ist auch schon wieder 3 Wochen wirklich her, dass ich ihn mit Chris zusammen in der Presse-Preview gesehen habe. Über 3 Stunden ist extrem lang, um eine lange Mittagspause zu machen. Aber ich habe es hinbekommen. Ich muss sagen, ich konnte bis letzter Woche auch nicht mit meiner Frau und einem Freund darüber reden, weil meine Frau es noch nicht geschafft hatte, da reinzugehen, auch wegen unserem Kind mit dem entsprechenden Freund. Und ja, jetzt konnten wir endlich drüber reden. Und zum Glück gibt es das Internet, wo man sich ja über Meinungen von anderen informieren kann. Für mich ist ein Ersatz für eine Diskussion meistens verschiedene Reviews zu lesen und diese in diesen Reviews zu sehen, wie andere es fanden und dadurch eine imaginäre Unterhaltung mit anderen zu haben. Aber ich muss sagen, er war für mich lange kein perfekter Film. Aber der perfekte Abschluss für die 21 Filme, die davor kamen und für dieses ganze MCU-Ding, was ja ein Riesenexperiment war, war ich auch einfach nur gebufft. Es gibt noch andere Filme im MCU. Weiterhin bleibt Avengers 1 für mich mein absoluter Lieblingsfilm. Auch wenn ich bei diesem Film mittlerweile immer einschlafe, ist es egal. Ich schlafe auch bei Die Gefährten mittlerweile immer ein. Ich sehe ihn trotzdem immer noch wieder gerne. Es ist doch ein grandioser Film, auf den wir jetzt mit ganz, ganz viel Spoilern eingehen werden. Denn wer es hier noch nicht gelesen hat und vorher noch nicht gehört hat, wir werden spoilern wie Hülle und oder Hulle. Und wer es noch nicht gesehen hat, hat jetzt einfach Pech gehabt, wenn er uns jetzt noch weiterhört. Ja. Und wie wir es sonst immer machen, haben wir jetzt leider nicht, weil kein Chris dabei ist, um ein wunderschönes Recap für das Ganze zu machen. Deshalb versuche ich es mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir denn überhaupt in diesem Film sehen und erleben. Lustigerweise ist er ja nicht so die ganz klassische Struktur, wie es sonst ein Film wäre, weil er ja einfach ganz andere Voraussetzungen an einen Zuschauer mitbringt. Destotrotz, er ist ein Zweiteiler und er fängt genau da an, wo der erste aufgehört hat. Und zwar sehen wir in der ersten Szene, bevor überhaupt irgendein Logo zu sehen ist, glaube ich, Hawkeye mit seiner Familie, wie er den Snap aus Infinity War erlebt. Und dann das Desaster danach. Lustigerweise ist auch schon Captain Marvel da, denn sie ist diejenige, die Tony aus Weltall rettet und nachdem er 2 Wochen gehungert hat, ihn zur Erde zurückbringt, wo sich alle Avengers treffen, Captain Marvel dabei ist und ich glaube, Nebula sagt, wo Thanos sein kann. Beziehungsweise nach 2 Wochen haben die irgendwie eine Energie von dem aufgefangen und können zu dem hin. Letztendlich kommen die zu Thanos hin. Thor macht endlich das, was er in Infinity War hätte machen sollen. Und zwar den Kopf abschlagen, aber das hat nichts gebracht, denn Thanos hat vorher schon die Infinity Stones alle zerstört. Dementsprechend könnte jetzt die Story zu Ende sein, aber nein, denn ein Avenger ist ja noch verloren im Quantum Realm. In dem, wie heißt das Ding nochmal in den Filmen? Erinnere mich noch einmal. Quantenebene, glaube ich, heißt die. Quantenebene, ja, genau. Ja, auf Quantenebene, Deutsch. Genau. Denn Ant-Man ist da ja noch verschwunden.
Und er ist immer noch verschwunden, 5 Jahre später, denn wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Die Erde hat sich mittlerweile ja mehr oder weniger damit abgefunden, dass die Hälfte der Bevölkerung einfach verschwunden ist. Das Universum noch nicht ganz und ein paar Avengers wollen sich auch noch nicht damit abfinden. Und plötzlich, dank einem glücklichen Zufall und einer kleinen Ratte, die in so einem Ding rumläuft, kommt Ant-Man zurück und ist nicht gealtert und für ihn sind keine 5 Minuten vergangen, seitdem wir ihn in Ant-Man and the Wasp das letzte Mal in den End-Credit-Scenes gesehen haben. Das zeigt den anderen Charakteren wiederum, dass ja irgendwas mit dem Quantum Realm mit Zeitreisen funktionieren kann und daraus entsteht ein Plan, der anders ist als Zurück in die Zukunft, denn die Regeln von Zurück in die Zukunft gelten hier nicht, um quasi die Infinity Stones aus der Vergangenheit sich zu schnappen, damit alle Leute wiederherzustellen und die dann zu dem exakten Zeitpunkt zurückzubringen, wo sie geklaut haben. Geht natürlich alles schief. Versehentlich machen die einen Thanos aus der Vergangenheit auf sich aufmerksam und der will die ganzen Pläne durchkreuzen, bis es dann am Ende zu einer Riesenschlacht gibt, in dem zuerst Thor den Infinity Gauntlet benutzt und am Ende sich Hulk, Robert dann... Ja? Nicht Thor, Hulk. Hulk, Entschuldigung. Ja. Hulk den Infinity Gauntlet benutzt, den Snap rückgängig macht, dann Thanos den Infinity Gauntlet schon wieder hat, bevor Tony Stark den gleichen Trick an ihm anwendet, den er schon vorher bei jemand anders benutzt hat, den Thanos vorher anders benutzt hat und sich die Steine einfach mal klaut, den Snap durchführt, um Thanos nicht geschehen zu machen, dabei drauf geht und wir uns alle in einer rührigen Begräbnisszene von Tony Stark und Robert Downey Jr. aus dem MCU verabschieden. Ja, das war jetzt nicht ganz so clever, wie es Chris sonst macht, aber ich habe es versucht, kurz zu halten. Aber lass uns doch am Ende vielleicht mal chronologisch einsteigen. Denn alle haben sich gefragt, was kommt denn jetzt als nächstes? Und dieser Film steigt ja quasi fast direkt nach Infinity War wieder ein. Für mich, ganz kurz, ist es auf jeden Fall ein richtiger Zweiteiler. Also diesen Film alleine zu gucken, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und glücklicherweise hat Marvel direkt ja auch auf YouTube die Endcredit-Szenen von Ant-Man and Wasp und Captain Marvel hochgeladen. Denn nicht auch, nur davon. Die haben also, alle wichtigen oder alle, glaub ich, Endcredit-Szenen des MCUs einmal hochgeladen. Genau, denn ich glaube, ohne die gesehen zu haben, ist zum Beispiel diese Captain Marvel erscheint und rettet Tony und keiner zuckt irgendwie und findet das irgendwie merkwürdig, schwer zu erklären. Ne? Also es ist am Anfang dachte ich, oh, das geht aber rasant, ja. Was sich dann aber interessanterweise wieder ziemlich ausbremst. Aber am Anfang dachte ich, ui, also erstens mal aus dem ersten Teaser alle Szenen, glaube ich, innerhalb der ersten 5 Minuten. Was natürlich immer super ist, falls man doch mal einen Teaser abbekommen hat. Na, aber haben die übrigens extra gemacht. Haben die übrigens diesmal, ich fand es ja bewundernswert, wie das Marketing sich zurückhalten konnte und zurückgehalten hat. Die Auflage fürs Marketing war bis vor einer Woche nur die ersten Szenen aus den ersten 20 Minuten wirklich zu zeigen. Ich meine, ein, zwei Miniszenen aus späteren Zeitpunkten des Films haben sie mit reingebracht. Aber das Wichtige, was in den Trailern zu sehen war, in den Teasern, war wirklich, glaube ich, nur aus den ersten 20 Minuten. Ja, finde ich auch super, also dass die selber so drauf achten, ja, dass man selbst, wenn man die Trailer guckt, um sich hypen zu wollen, dass man sich halt nicht massiv spoilert. Also keine super verräterische Szene aus den letzten 20 Minuten irgendwie zumindest in den prominenten Trailern zu sehen ist. Aber wie gesagt, also für mich ganz klarer Zweiteiler, knüpft direkt an, deswegen war es für mich auch spannend, Infinity War und dann direkt weiter zu gucken. Aber danach hattest du noch Energie oder bist du nicht irgendwann mal halb weggedöst bei Endgame? Nee, eher bei Infinity War, weil ich den dann wirklich, ja, das weiß ich nicht, 10., 12. Mal geguckt habe. Okay. Da habe ich mich sehr entspannt, bin in Ruhe nochmal raus, habe mir nochmal was zu trinken nachgeholt, auf Toilette gegangen und so, weil ich ja genau wusste, bei welchen Szenen sich das lohnt.
Also während Endgame Augen weit aufgerissen die ganze Zeit. Ich musste auch nicht aufs Klo. Körper hat super funktioniert. Gab es eigentlich bei den normalen Vorstellungen eine Pause dazwischen? Bei der Presse-Preview nicht? Bei mir ja. Nee, bei mir nicht. Also es gab keine Pausen. Also hier in Hamburg. Zum Glück. Also bei uns haben sie eine gemacht, ja. Okay. Aber ich war nicht böse drum, weil ich habe es echt gebraucht. Ja. Fandet ihr auch, dass der, also ich fand das bei Infinity War schon so, im Gegensatz zu Civil War oder auch Winter Soldier, dass der Film so unkonventionell beginnt. Dieses direkte Hineinwerfen fand ich bei Infinity War schon sehr seltsam. Infinity War hat ja mit dieser Szene auf dem Asgardian-Schiff da angefangen, mit den Flüchtlingen. Thanos hat alle platt gemacht und alle sind am Boden. Man wird so direkt in diese Handlung reingeworfen. Dadurch, dass das aber so ein Special Moment irgendwie war, dass Thanos dasteht und irgendwie auch direkt an diese After-Credit-Szene geknüpft wurde, die wir ja im Vorfeld gesehen haben. Ich glaube, bei Thor Ragnarök, glaube ich, war das. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Genau. So haben sie es ja jetzt hier auch gemacht bei Endgame, aber das ist so, ich fand das wirklich sehr, sehr unkonventionell, wie die Handlung überhaupt begann. Ja, nicht die Hawkeye-Szene, die fand ich sensationell stark, aber danach das ist so, ja, wirklich wie dieser Snap, so schnipsen und da, der Film läuft. Ja, kein großes Intro-Geplänkel, kein Vorbereiten, die Handlung ist sofort da, deine Aufmerksamkeit ist da oder du hast ein Problem. Mhm. Ja, das fand ich wirklich sehr unkonventionell. Gut, aber unkonventionell und vor allem leise. Dieser gesamte Beginn, dieser gesamte erste Arc war so verhältnismäßig leise, was ich sehr, sehr gut fand auch. Gerade weil es so ein Aufarbeitungstouch hatte, fand ich. Ja, gerade ja, also nach dem 5-Jahres-Sprung halt vor allem. Ja, da muss man ja auch sagen, dass der ursprüngliche Plan war sogar mal, die Hawkeye-Szene als letzte Szene in Endgame zu haben, in Infinity War zu haben. Das wäre ein Fehler gewesen, glaube ich. Ja, ja, und dann haben sie sich doch entschieden, nee, wir brauchen einen Impact, der Snap macht. Ich muss ja sagen, ich meine, letztendlich, keiner hat damit gerechnet, dass die Auswirkungen des Snaps wirklich über Endgame hinaus bleiben oder jedenfalls nicht in der Form bleiben. Trotzdem ist das ja mal wieder ein schöner, man hat ja so selten mittlerweile gute Cliffhanger in Filmen. Meistens ist es ja irgendwie dann so ein Harry Potter Film, den die absichtlich in zwei Teile unterteilen, weil die einfach nicht alles in einen reinbekommen haben. Aber hier muss man ja auch sagen, Infinity War und Endgame, auch wenn es erst ein zweiter Teil war, waren ja letztendlich schon sehr grundsätzlich unterschiedliche Filme. Ja. Aber findest du wirklich, dass die Auswirkungen des Snaps nicht so gravierend sind? Ich finde, die sind für die Welt selbst extrem gravierend. Dieser 5-Jahres-Sprung, überleg mal, was das wirklich für das Leben der Weltbevölkerung bedeutet. Ja, ja, gebe ich dir recht, aber wir haben ja noch nichts davon gesehen. Das ist richtig. Ja. Also der Großteil der Auswirkungen, die der Snap letztendlich herbeigeführt hat, die sind da, wurden aber in Endgame nicht wirklich thematisiert, auch wenn sie angeschnitten wurden. Allein jetzt durch diesen tollen 5-Jahres-Sprung, dass man am Anfang gesehen hat, was jetzt aus den Charakteren geworden ist, dass Cap diese Selbsthilfegruppe leitet, mit den ganzen Cameos da. Wollen wir darüber kurz sprechen? Ja, ja, das war ja einer der, war das Joe Russo, der da zu sehen war? Oder waren beide Russo-Brüder da zu sehen? Einer der Russo-Brüder, und was mich sehr gefreut hat, Jim Starlin war dabei, der Thanos-Schöpfer, der saß da einfach mal so da und hat komisch in die Kamera gestarrt. Und was das Schlimme ist, ich hab's nicht gemerkt im Kino. Ich hab's wirklich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich habe weder den Russo erkannt noch Starlin erkannt und hab's dann erst später gelesen und dachte, fuck, das kann nicht wahr sein. Fand ich ganz toll, dass sie da so ein bisschen Screamtime, also gerade mit Starlin hat mich gefreut, dass sie einen Screamtime bekommen haben. Aber anhand dieser Szene und anhand dieses Anteaserns, was das ja für die Welt auch bedeutet hat, finde ich, hat der Film jetzt auch gerade mit dem Ende eine Menge für die Kontinuität des künftigen Marvel-Universums hinterlassen. Weil der 5-Jahres-Gap ist halt da. Mhm. Die Nachwirkungen davon muss man wirklich in den kommenden Filmen eigentlich noch spüren. Ja.
wie viele Leben da zerstört wurden, wie viele Menschen auch dabei noch gestorben sind. Überleg mal, die gesamte Infrastruktur, die ja lief, wir haben das ja in Infinity War schon gesehen, dass irgendwie ein Helikopter abgestürzt ist, weil auf einmal Leute weg, also der Pilot weggesnappt wurde und sowas alles, ja. Das muss ja, man sieht ja auch so menschenleere Städte da erst. Ja, genau. Das hat, klar ist der Anteil der Menschen, die weggesnappt wurden, wiedergekommen, aber die Leben der verbliebenen Menschen sind ja weitergegangen. Ja, Ehen, die zerstört sind, Familien, die zerstört sind. Die Vorstellung allein, was das für die Weltbevölkerung bedeutet, ist schon sehr gravierend, finde ich. Deswegen fand ich diesen Weg, den man damit gegangen ist, dass man gesagt hat, klar, wir machen es in irgendeiner Form rückgängig, was Thanos da gemacht hat und besiegen Thanos. Das ist ja jetzt das Konzept des Films gewesen. Mhm. Aber dieser 5-Jahressprung, den belassen wir mit der Art und Weise, wie wir erzählen und wie wir die Handlung aufbauen, was denn doch einen wirklich gravierenden Nachgeschmack für das Filmuniversum noch hinterlassen hat. Dadurch ist halt eben nicht alles wirklich einfach nur rückgängig gemacht worden, im Gegenteil. Ja, ich glaube, ja, ganz kurz, ich glaube, der Hulk-Snap ist noch viel größer in den Auswirkungen. Weil, also zum einen verschwindet die Hälfte der Weltbevölkerung und genau wie ihr eben schon sagtet, also und dadurch ein paar Flugzeuge, Hubschrauber, keine Ahnung was, stürzen ab und Menschen sterben und sind nicht weggesnappt. Die kommen ja auch nicht wieder. Richtig. Aber ganz viele Leute, die 5 Jahre jetzt weg waren, also Leute, die sich, also die ganze, auch diese Szene, wo Cap meint, er hat irgendwie im Hafen Wale gesehen und viel weniger Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Also wir sind quasi runter auf 4 Milliarden Menschen auf dem Planeten und mit einem Snap sind es zack wieder 8. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem, wenn sich von einem Tag auf den anderen die Weltbevölkerung verdoppelt, nachdem wahrscheinlich, ja, also bestimmte Energieversorgungs- und Nahrungsproduktionen und angepasst haben, ja. Sich angepasst haben und nur noch für 4 Milliarden reichen, ja. Also selbst aber, in zivilisierten Ländern. Aber, also, ja, den Gedanken dahinter und die Auswirkungen finde ich krass. Und könnte man wahrscheinlich ganze Filme nur darüber machen. Die Frage ist, machen sie es? Weil zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. Ich habe die erste Folge der 6. Staffel noch nicht geschaut. Aber soweit ich gehört habe, lassen sie das schon mal komplett außen vor. Und für die ist scheinbar jetzt das MCU weg. Also der Snap wird wohl gar nicht da erwähnt. Ich weiß es nicht, ich habe die erste Folge noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das spielt dafür keine Rolle mehr. Und letztendlich können wir das ja aktuell nur in anderen Filmen ergründen. Und ob die so düster in Spider-Man Far From Home werden, wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube auch, dass das in den zukünftigen Filmen einen Großteil ignoriert wird, einfach um die Story zu erzählen, die man mit dem Film erzählen will und nicht permanent drauf rumzureiten, dass jetzt die Hälfte der Weltbevölkerung mal 5 Jahre weg war und jetzt wieder da ist. Das ist, da könnte man 100 Filme draus machen. Und würde kein befriedigendes Ende finden. Und was man jetzt so im Trailer von Far From Home gesehen hat, offensichtlich ist ja seine halbe Klasse auch mit weggesnappt worden, weil die sind ja alle noch gleich alt. Genau. Und gehen weiter in die Highschool. Und ich habe ein Interview gesehen mit Tom Holland zu dem Thema. Und da hat ihn der Interviewer tatsächlich auch gefragt, wie es denn kommt, dass er 5 Jahre später immer noch in der Highschool ist. Und er wusste da gar keine Antwort, das hat ihn ein bisschen überrascht und meinte, oh, das ist wohl ein Plothole. So. Was ziemlich witzig ist. Weil ja. Ich nicht glaube, dass die zukünftigen Regisseure da Bock haben, ihren ganzen Film um dieses Konzept drumherum zu stricken. Obwohl es ziemlich cool wäre. Es wäre wirklich mega cool, wenn sie es machen würden. Ich meine, Chance wäre ja hierfür jetzt, wir haben ja Ende des Jahres startet ja der Streamingdienst von Disney, Disney Plus. Mhm. Und da wurden ja auch schon einige Serien für angekündigt, die sich zumindest mit anderen Auswirkungen scheinbar beschäftigen. Ich meine, es wurde eine Loki-Serie angekündigt und immer noch eine Scarlet Witch und Vision-Serie. Scarlet Vision heißt sie, glaube ich. Genau, ja. Das wird ja zumindest wahrscheinlich... Ich dachte WandaVision. WandaVision, genau, ja, weil WandaVision, Scarlet Witch haben sie in den Filmen nie gesagt bisher. Ja, das stimmt. WandaVision. Aber letztendlich bedeutet das ja, dass entweder die alternativen Zeitstränge zumindest bei Loki betrachtet werden und vielleicht bei WandaVision, na gut, in Infinity War haben sie ja angedeutet, dass wahrscheinlich der Großteil von Vision gerettet werden konnte. Mhm.
Also die ich weiß, dass die, es kommt auch noch eine Winter Soldier und Falcon Serie übrigens. Also das auch, genau, ja. Drei Serien sind bestätigt. Und die Loki-Serie, da gibt es ja schon eine Serienbeschreibung zu, das ist Loki reist durch die Zeit. Also Lokis Reise in verschiedenen Zeitaltern der Menschheit zu geschichtlich wichtigen Ereignissen und den Schabernack, den er treibt. Ach, also echt? Ob das, ja, genau. Okay. Ob das Prequel ist oder ob das aus der einen Heist-Szene, weil er halt den Space Stone jetzt klaut, ist, der ihn aber nicht durch die Zeit reisen lassen würde, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher Prequel-lastig ist, dass sie halt Loki zu verschiedenen, also Lokis Besucher auf der Erde ist so in den verschiedenen Zeitaltern, das ist so ein bisschen die Synopse der Serie. Das sind ja auch alles Miniserien, 6, 8 Folgen irgendwie, alle immer nur. Ja. Und ob es da zweite Staffeln von gibt, will ich jetzt auch bezweifeln. Ich glaube, das ist halt erstmal um Disney Plus Abos en masse zu verkaufen. Ich bin mal gespannt. Aber Falcon Winter Soldier könnte halt sehr interessant sein, weil wir halt ja, die Chemie ist cool zwischen den Charakteren, die ist wirklich toll. Erstens das und wir sehen dann halt Captain America im Fernsehen, ja. Also, genau. Ja. Mhm. Aber letztendlich die Möglichkeiten, die sich Disney da jetzt endlich mal mit geschaffen hat oder die Marvel sich damit geschaffen hat, sind ja schon verlockend, endlich auch mal wirklich was in TV-Serien zeigen zu können. Das Problem logistisch von denen war ja bisher, dass die Film- und die Serienabteilungen irgendwann in einem Streit auseinandergegangen sind und deshalb dieser große Hashtag Everything is Connected im Prinzip irgendwann nicht mehr galt und jede Serie dann trotzdem ihr eigenes Ding gemacht hat. Agents of S.H.I.E.L.D. hat immer mal wieder Erwähnungen von den Filmen drin gehabt. Aber seit Staffel 3 aber schon nicht mehr, oder? Also schon ewig nicht mehr. Doch, mindestens in der Ghost Rider Staffel haben sie auch noch wenigstens eine Erwähnung drin gehabt. Ja. Nicht mehr wirklich ganze Cameos oder sowas, aber Erwähnungen davon. Aber das ist ja auch aufs Minimale zurückgefahren worden. Ja, und in den ganzen Netflix-Serien haben wir ja auch nur, es wird ja immer nur von dem Incident gesprochen. Genau. Und, nur von dem New York Battle und alles andere wurde ignoriert. Und die Disney Plus-Serien, die sollen ja MCU-Teile sein, feste Bestandteile des MCU und halt die, ich sag mal, die Reste des MCUs, wie wir es jetzt in 22 Filmen kennengelernt haben, werden jetzt Serienformat werden. Ich behaupte, dass es die nächsten 6 Jahre keinen Avengers-Film mehr gibt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Meinst du, die halten sich so lange zurück? Ja. 6 Jahre ist ein guter Zeitrahmen. Ja. Ja. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen in den nächsten 6 Jahren, weil Black Panther 2 soll kommen, Doctor Strange 2 soll kommen, dann kommen Eternals, dann kommt, wie heißt der, Shang-Li? Shang-Chi. Shang-Chi, genau. Mhm. Kommt und der Plan sieht... Guardians 3. Genau, Guardians 3 kommt noch und im Moment sieht es so aus, 2 Marvel-Filme pro Jahr. Da sind wir schon mal fast im dritten Jahr. Plus also vielleicht halt noch irgendwas so ein bisschen komplett Neues. Vielleicht noch Captain Marvel 2. Ja. Und es wird, glaube ich, einfach insgesamt werden die viele der Probleme mit diesen 5 Jahre hin und her gesnappe umgehen, weil ich glaube, dass die Marvel-Kinofilme werden jetzt sehr space-lastig. Mhm. Also und weniger Earth's Mightiest Heroes. Aber warten wir mal ab, weil jetzt kommt ja Far From Home, was offiziell so ein bisschen als Epilog für Phase 4 gilt, oder für die Infinity-Saga, wenn man das Ganze reinnimmt. Und dann wurde ja schon angekündigt, im Spätsommer oder das nach Far From Home, dass wir uns wieder auf so eine ähnliche Präsentation einstellen können, wie sie damals zur Phase 2 durchgeführt wurde, als wirklich dieser riesen Slate von Filmen vorgestellt wurde mit Infinity War Teil 1 und Teil 2, wie sie es damals noch genannt haben, wo man alle dachten, die sind doch verrückt, ihre nächsten 5 oder 7 Jahre durchzuplanen, wo jetzt eher alle darauf warten, was haben die nächsten Jahre vor, und die kriegen es hin. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass das halt, das hat auch Feige gesagt, das haben so viele gesagt, dass das MCU, diese 22 MCU-Filme, die wir kennen, den Abschluss findet in Endgame und Spider-Man Far From Home ist der Epilog und damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Und es wird ein neues Kapitel geben, aber ich glaube, das wird
radikal anders aussehen als, okay, als das, was wir kennen. Ich tippe ja immer noch, dass sie jetzt wirklich das gesamte Handlungskorsett so ein bisschen in die Space-Richtung verlagern. Captain Marvel soll das neue Zugpferd werden, also so habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Das, was Iron Man hat 2008 begann, soll Captain Marvel jetzt werden und das wären Space Stories werden mit den Guardians, mit den Eternals und so weiter. Denke ich, dass sie das dahingehend verlagern. Wer weiß, vielleicht kriegen wir überhaupt keine Avengers-Filme mehr. Das kann auch sein. Ja, ja. Sondern stattdessen X-Men-Filme. Das kann sein. Naja, aber bei den X-Men hatten sie ja schon ganz deutlich gesagt, die werden jetzt erstmal einige Jahre ruhen. In den nächsten 5 Jahren wird da nichts kommen, genauso genau, wie die Fantastic Four. Ja, genau. Deswegen meine ich auch so 5-6 Jahre, würde ich mal sagen, mhm, kommt jetzt kein Avengers-Film und mal gucken, was dann kommt. New Mutants ist ja jetzt quasi, das ist ja eine Fox-Entität, der ist nochmal verschoben um fast ein Jahr. Der ist von August auf April nächstes Jahr verschoben und ich behaupte mal wegen Reshoots, um den ins MCU einzugliedern. Also vielleicht machen sie auch keine reinen X-Men-Filme oder beziehungsweise ziehen die jetzt nicht so groß als Mega-Team-Filme auf, sondern gehen halt wirklich in das Korsett New Avengers oder machen es halt so, wie Bendis und Hickman es gemacht haben zu Zeiten der Marvel Now und davor und integrieren Mutanten wie Wolverine mit in das Avengers-Team. Kann ja alles sein. Ja, klar, genau. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, also ja, die X-Men werden noch ein bisschen ruhen. Die werden sie irgendwann mit reinbringen. Die Fantastic Four, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie wenigstens ein, zwei Leute davon reinbringen. Vielleicht nicht direkt als Fantastic Four, sondern die so ein bisschen reinstreuen in das ganze Produkt. Aber ja, 5-6 Jahre wird es auf jeden Fall dauern, bis wir da irgendwas bekommen werden. Dass sie die beiden Fox-IPs einpflegen, also die X-Men und die Fantastic Four, werden die sich ganz genau überlegen, weil die Fantastic Four sind jetzt zweimal gescheitert. Mhm. Das heißt, der nächste Versuch muss sitzen, der muss wirklich komplett sitzen. Und bei X-Men haben sie immer noch das heikle Thema, wie castet man bitteschön Wolverine nach Hugh Jackman. Das sind zwei, klappt, aber das Thema eines neuen Casts für Wolverine wird medienübergreifend debattiert werden und das müssen die sich, das wissen die. Ja. Wenn die das Thema angreifen, dann muss das durchdacht sein und muss von Anfang bis Ende überzeugen und funktionieren. Und das brechen die nicht übers Knie. Aber jetzt fällt mir wieder ein, was ich eben überhaupt sagen wollte. Also der New Mutants, weiß ich noch nicht mal, ob der wirklich am Ende im Kino erscheinen wird. Ich glaube, das werden sie so ein bisschen immer noch als Wegwerfprodukt behandeln, wenn er nicht ein kompletter Überraschungserfolg werden wird. Und damit, mit meiner Meinung nach, erstmal das typische X-Men, wie es war, enden. Außer vielleicht in einem Deadpool 3. Aber Deadpool kann man ja immer noch sagen, also Deadpool spielt ja mit allen Genres so rum, dass er auch nachträglich einmal Universe-Hopping macht und dann im MCU landet, so ungefähr. Ich meine, sie hatten ja auch schon in Deadpool 1 einen Helicarrier drin. Ja. Deshalb könnte man Deadpool relativ einfach mit reinbringen, aber die klassischen X-Men sind, glaube ich, jetzt Geschichte und werden auch ziemlich ihren Abschluss nicht nur in den New Mutants finden, sondern jetzt in dem nächsten X-Men-Film. Heute war übrigens X-Men-Tag, ne? Ja. Und Emo, du kannst es besser beurteilen, wie es jetzt aktuell, zumindest in Deutschland, aussieht. Also meiner Kenntnis nach waren halt die X-Men-Comics immer mit Abstand viel beliebter als Avengers. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das extrem seit dem MCU-Film gedreht hat. Ich weiß nur, Captain Marvel Comics gehen genauso den Bach runter wie alles andere. Aber die X-Men sind doch, die X-Men jetzt als Besitz zu haben und nicht zu benutzen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Disney das macht. Die werden X-Men machen, weil X-Men, glaube ich, noch mehr Leute zieht. Wenn ich im Kino Ja. In den Comics aktuell nicht, wenn ich mal kurz in den Comic-Talk abschweifen darf. In den letzten Jahren war der Großteil der X-Men-Titel meiner Meinung nach bescheiden bis scheiße.
Ja, die hatten halt das große Hoch in den 90ern, ne? Also, nee, ich fand das eigentlich eher in der 2000er bis 2010er Reihe, als Joe Quesada am Ruder war. Das waren für mich so die absoluten X-Men-Highlights bis zur Marvel Now-Ära. Danach fand ich die X-Men auch noch ganz gut, aber seitdem Bendis weg ist, dümpeln die vor sich hin. Und in Deutschland ist es, denke ich, bei den Comiclesern so, es spricht sehr viel für sich. Bei Panini Comics, wenn eine Serie gut läuft, richtig gut läuft, kommt sie im Heftformat. Mhm. Avengers kommt seit Jahren im Heftformat. Okay. Die X-Men haben seit Jahren kein Heftformat mehr. Okay. Die kommen nur noch im Sammelband, weil sie einfach nicht mehr gekauft werden. Die Storys sind halt aktuell wirklich nur noch Durchschnitt. In den USA tut sich ja aktuell ein bisschen was. Also die Serien haben uns noch nicht erreicht. Der neue Shot der Uncanny X-Men und das Jonathan Hickman, über den wir gleich sicherlich noch reden werden, aufgrund von Endgame, der ja jetzt zwei X-Men-Serien übernimmt und zum Flaggschiff umwandeln wird. Da ist wirklich ganz, ganz viel Potenzial am Horizont zu sehen. Ist hier in Deutschland noch nicht angekommen, kriegen wir erst in der zweiten Jahreshälfte als Deutschleser präsentiert. Aber momentan würde ich sagen, eben deshalb, dass Marvel bei Panini drei Heftserien hat. Das ist Spider-Man, Avengers und Deadpool. Deadpool ist das, was Harley Quinn eigentlich bei DC Comics ist. Das verkauft sich immer. Ja. Tonnenweise. Spidey-Heft geht immer, das ist wie bei Batman und Avengers läuft halt und die X-Men aktuell nicht wirklich. Es gibt halt diverse Paperbacks-Serien dazu, das kann man halt lesen, aber so wirklich überzeugend tun halt einzelne Serien mal am Rand. Ja, aber so im Kern hat es halt nicht mehr die Stärke, wie jetzt noch unter Grant Morrison oder halt das, was dann später mit Greg Rucka und sowas alles kam. Dass so gerade um die Marvel Now-Ära davor, Schism und sowas alles, das kannst du vergessen. Sowas hast du seit momentan nicht mehr, so eine tollen Stories. Oder Joss Whedon. Joss Whedon beispielsweise hat ja um die 2008er, 2009er, der Avengers-Regisseur, hat ja einen der besten X-Men-Run der letzten 20 Jahre geschrieben. Ja, den habe ich noch zu Hause. Der ist ganz toll, kann ich nur empfehlen. Ja. Aber lass uns vielleicht dann doch noch mal zu Endgame zurückkehren. zu den Anfang von Endgame, weil letztendlich ist es ja schon interessant, die ersten 20 Minuten. Ja, mega. Was alle erwartet haben, was viele erwartet haben, dass es vielleicht noch mal den großen Kampf mit Thanos geben wird. Der ist in 20 Minuten weg und Thanos ist auch in 20 Minuten weg. Jedenfalls der alte Thanos. Also ich fand es großartig. Es war halt, mir tat Thanos fast leid, ja, als sie da dieses Überfallkommando, also ich meine, der Snap ist passiert, Tony Stark ist gerettet, Captain Marvel kommt angeflogen und Groot sagt hier, großer Energieimpuls beim ersten Snap und dieser Energieimpuls ist auf Planet XYZ nochmal passiert und Nebula bestätigt, ja, das ist der Garten, in den sich Thanos immer zurückziehen wollte. Interessanter Name für einen Planeten, der Garten. Aber und dann fliegen die halt hin, weil Captain Marvel sagt, ja, letztes Mal hattet ihr ja nicht mich und ich war schon ein bisschen angespannt im Kino, weil ich kein Captain Marvel-Fan bin, noch nie war, die Comics nicht mochte, die Figur nicht mag und die Schauspielerin nicht mag. Film auch gar nicht? Ich fand den belanglos. Der rangiert bei mir noch knapp unter Thor The Dark World. Und das will schon was heißen. Ich fand den Film absolut belanglos. Ich finde, Nick Fury haben sie nicht gut behandelt in dem Film. Also was die Figur Nick Fury angeht, das mit dieser Katze, dass die ihm das Auge auskratzt, alles ganz furchtbar. die Kree in den letzten 10 Minuten plötzlich sind es doch die Bösen. Und wie heißen die anderen? Hilf mir mal. Skrulls. Die Skrulls sind dann die Immigranten, die armen unterdrückten Immigranten, die Heimatlosen. Was in den Comics ein bisschen anders ist, ja. Ja, also in den Comics bekriegen sich diese beiden Völker einfach seit, weiß ich nicht, Jahrtausenden, ja, und schenken sich nichts, ja. Aber die haben ja damit auch einen tollen Hint geworfen für kommende Stories mit der Secret Invasion, die dann kommen könnte. Auch das fand ich eigentlich ganz toll. Dass auch nicht alle Skrulls gleich sind. Ja, aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade sagtest, dass der Thanos fast leid tat. Ich empfand das eigentlich so für Thor gerade, weil dieser technische Sehen ist die Enthauptung von Thanos
nichts wert gewesen. Und Thor musste diese gesamte Scheiße, dass er halt eben nicht auf den Kopf gezielt hat, sondern Thanos die Axt in die Brust rammte, diesen Satz dann bekommt und er wusste, dass das der Grund war, weswegen alle jetzt hier versagt haben, weswegen alles den Bach runtergeht. Und dann kriegt er die Chance, hämmert ihn den Schädel weg und trotzdem ist noch alles scheiße. Und das muss er verarbeiten. Und Thor war gerade derjenige für mich, der einem wirklich leid tun konnte, weil der kam aus diesem Dilemma überhaupt nicht raus, egal dass er, der hat Thanos gekillt. Du killst Thanos und trotzdem hast du nichts davon. Es ist alles noch scheiße. Du fühlst dich trotzdem als Versager und säufst dir in den nächsten 5 Jahren erstmal einen Bauch an, dass du aussiehst wie jeder, der gerade im Kinosaal sitzt. Weißt du? Ja. Also, ja, klar. Also, kann ich nachvollziehen. Nach der Köpfungsszene. So vor der Köpfungsszene war, also als sie da so ankommen und sich so schnappen, da tat er mir so ein bisschen leid. Ja. Klar, in dem Moment, wo dann klar ist, es ist sowieso alles schon zu spät, tut einem dann Thor leid. Und das passt sehr gut zu der Thor-Rolle, wie ich finde, weil der halt sein Leben lang ja so erzogen wurde, Erfolg, 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 Erfolg und Versagen gibt's nicht. Jetzt ist sein Bruder tot, Heimdall tot, Asgard zerstört, in einem viel zu fröhlichen Film. Inzwischen bin ich Thor Ragnarok dem Film viel besser gesonnen, als nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Was? Ich liebe den Film und ich liebe ihn vom ersten Mal sehen an. Ich finde ihn so sensationell. Der ist toll, das ist ein toller Film, der macht Spaß und so weiter, aber der ist mir zu lustig dafür, dass in diesem Film Asgard untergeht. Aber gut. Ah. Inzwischen verzeihe ich dem das viel mehr. Ja, der war mir ein Tick zu lustig und der hatte für mich den Fehler gemacht, dass es in den Trailern viel zu sehen gab. Ja. Viel zu viel. Und die besten, die großen Highlights des Films, wie, hey, ich kenne den von der Arbeit und so, die kannte ich alle schon, als ich im Kino saß. Und das hat mir den Film echt vermurkst. Und seitdem meide ich halt alle Trailer wie die Pest. Ja. Aber ja, und diese Thor-Figur, die halt so die verschiedenen Iterationen jetzt durchlaufen ist, gefiel mir in Infinity War am besten, weil halt dieses Tragische und dieses neue, humorvolle, finde ich, in einer besseren Balance war als noch bei Ragnarok. Obwohl ich ja weiterhin für Infinity War sagen muss, ich finde es auch ganz schön schade, dass dann Rocket ihm zumindest ein Ersatzauge gegeben hat, dass sie da so einen Rückzieher gemacht haben. Ja, das fand ich auch nicht cool. Das war irgendwie so, das war ziemlich billig irgendwie. Wir müssen den schönen Hemsworth zurückhaben. Ja. Ja, nee, das kann es ja nicht sein, weil ich meine, es sind die gleichen Drehbuchautoren, die ihn im nächsten Film fett machen. Aber ja. Das war dann wahrscheinlich die Wiedergutmachung dessen, dass sich die Leute bei Infinity War so beschwert haben. Vielleicht war das irgendwie, weil sie genau wussten, er wird im nächsten Film fett, dass sie sagen, fett und einäugig, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Ja? Ich habe jetzt auch sehr viel Interviews und so gesehen und was halt sehr spannend zu sehen ist, dass die einzelnen Regisseure ja wirklich absolute Hoheit über ihre Filme haben. Die nehmen das, was der Letzte gemacht hat und bauen es halt ein oder machen weiter, aber den quatscht niemand rein. Also klar, der große überarchende Story-Arc, der wird schon so ein bisschen von Kevin Feige bestimmt beschützt, aber es kommt keiner und sagt, nee, du darfst Thor kein Auge ausstechen, sondern der Taika Waititi hat einfach entschieden, ja, zack, weg mit dem Auge, ja, und die Russo Brothers sagen, nee, wir wollen aber einen fetten Thor, aber wir wollen nicht einen fetten einäugigen Thor, also kriegt er sein Auge zurück. Das hat sich aber auch nur irgendwann mal im MCU entwickelt, weil gerade am Anfang gab es da ja schon die Probleme, wo dann auch Regisseure gefeuert worden sind, weil die Vision nicht mit den Marvel-Visionen übereingestimmt hat. Da haben sie dann später gelernt, dass man die einfach machen lassen soll und deshalb sind sie ja auch durchaus erfolgreicher als DC bisher gewesen. Meinst du, dass das so ist, dass die haben machen lassen? Ich glaube, es ist eher gegenteilig, dass sich die Leute Kevin Feige untergeordnet haben. Der Mann soll von Anfang an eine komplette Vision dessen gehabt haben, wie sich das MCU in den letzten 22 Filmen entwickelt hat. Und ich denke, die werden sich dem einfach untergeordnet haben, eben weil es so erfolgreich war. Ja. Am Anfang stimme ich dir absolut zu. Später nicht, meinst du nicht?
Später wurde diese Formel definitiv aufgeweicht, weil sie gemerkt haben, wir brauchen etwas mehr Diversität drin. Spätestens ab so einem Film wie Guardians of the Galaxy, der ja schon sehr abgedreht war zu dem, was vorher kam. Und dann das noch alles zu münden in so einer bunten Persiflage wie Thor Ragnarok, die ich immer auch großartig fand. Aber das hat ja mit den ursprünglichen Filmen, auch wenn natürlich ein bisschen die Formel noch vorhanden ist, hat das nicht mehr so allzu viel zu tun, außer dass es ein individueller Film dann am Ende geworden ist. Man muss ja auch dazu sagen, dass das Kevin Feige, der fing ja mit Iron Man Nummer an und hat gesagt, okay, wir probieren, hier ein Universum aufzubauen. Da hat keiner an den Erfolg gedacht. Iron Man ist ja 2008, das war das Jahr von Dark Knight. Ja, und trotzdem war der Film als Superheldenfilm erfolgreich, obwohl er letztendlich, wenn du dir 2008 anguckst und du siehst Dark Knight, da denkt kein Mensch an Iron Man. Ich zumindest nicht. Obwohl ich den Film mag. Ja. Dann haben sie dasselbe Konzept mit dem zweiten Teil nochmal probiert. Dann haben sie gemerkt, okay, es funktioniert, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Dann ist Hulk gekommen, okay, da reden wir nicht drüber. Aber spätestens dann mit Avengers haben sie gemerkt, dass der Erfolg da ist und dass man das Konzept weiter ausbauen und wachsen lassen kann. Mhm. Und ich denke, dann ist das irgendwann ein Selbstläufer geworden und Feige hat nachher letztendlich wie ein Dirigent dagestanden, hat einfach nur die Richtung angezeigt und hat gesagt, Leute, da will ich, das ist meine Vorstellung, keine, das ist jetzt nur meine Meinung, ja. Leute, da will ich hin, in die Richtung geht's. Was ihr auf dem Weg macht, seht zu, dass es gut wird, aber da müssen wir ankommen. Genau. Ich denke, so wird's gelaufen sein. Das ist ja, es gibt eine Doku über das MCU, die ist jetzt seit noch nicht so lange raus. Die habe ich tatsächlich irgendwo im Stream irgendwo geguckt, weil ich die sonst nirgendwo gefunden habe. Es gibt eine offizielle Doku über die ganze MCU-Reise. Netterweise erwähnen sie, was ich sehr, sehr schön fand, weil das ist ein Film, der mich im Kino damals auch komplett weggeblasen hat, Blade, der quasi Marvel Studios gerettet hat. Und das stimmt. Und eigentlich der erste Film, der erste erfolgreiche Marvel-Film überhaupt war, weil die waren ja total schlecht. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite gab es DC mit den Tim Burton Batman-Filmen, die ja dann erfolgreich und dann wieder verkackt und so. Und dann kam halt Blade als erster Marvel-Film, der kommerziell erfolgreich war. Und halt Marvel. Die haben mittlerweile auch die Rechte wieder an Blade zurück, ne? Ja, ja. Also theoretisch könnte er Teil werden. Ja, oder Disney Plus. Oder was ich eher glaube, also Disney Plus bin ich nochmal sehr gespannt. Es gibt ja jetzt inzwischen, lass mich lügen, zwei Hulu-Serien, die noch laufen. Hulu gehört ja auch großteils Disney inzwischen. Ja. Runaways, glaube ich, war Hulu, oder? Runaways? Genau, Runaways und Cloak & Dagger. Cloak & Dagger ist Hulu? Oder? Also ich gucke das halt auf Amazon, aber ich weiß nicht, sein, original Hulu ist. Wo sie ja auf jeden Fall mit Hulu, glaube ich, so ein bisschen mehr die FSK 18 oder die Erwachseneren-Sachen machen werden, weil es ist, die haben ja überlegt mit dem Disney Plus Channel, ob es einen Marvel Channel und einen Disney Channel geben wird. Man hat dann gesagt, nee, wir machen alles auf einen Channel, um uns da mehr Abonnenten zu sichern. Ich weiß nicht, wie es mit R-rated Inhalten auf einem Disney Channel ist aussieht. ABC hat. Übrigens, Cloak & Dagger. Ah, okay, ABC stimmt. Dann haben die noch eine andere. Hulu gehört ja auch zu einem gewissen Teil Disney, das ist ja Firmeneigentum. Ja. Genau. Deswegen passt das ganz gut. Und Hulu hat ja auch schon angedeutet, dass sie Interesse an den jetzt ausgelaufenen Netflix-Serien hätten. Ja. Aber das macht auch Sinn. Also, definitiv. Aber lass uns mal wieder zu den Filmen zurückkommen. Auf Hulu ist jetzt angekündigt übrigens Ghost Rider und Hellstorm. Aber der Ghost Rider auch mit dem Darsteller aus Agents of S.H.I.E.L.D. trotzdem nicht in der Kontinuität von Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, das ist doch schon wieder scheiße. Ja. Also sie machen nochmal einen Reboot quasi vom Ghost Rider heraus und nehmen sich den Schauspieler, aber nicht die Vorstory aus Agents of S.H.I.E.L.D. Okay. Na gut. Endgame. Ja, ja. So, Thanos tot, 5 Jahre Sprung. Und ja, das hast du ja schon in der Zusammenfassung gesagt. Ant-Man kommt aus dem Quantenrealm zurück. Tony Stark ist Familienvater geworden, will er es nicht. Wie fandet ihr denn, ich glaube, das nächste, wo wir jetzt chronologisch hinkommen, wäre dann Professor Hulk, der ja dann zuerst mal anfängt, diese Zeitmaschine zu bauen. Mhm. Wie fandet ihr Professor Hulk? Doc Green. Hieß er doch, glaube ich, in den Comics, oder? Das ist
Es gibt doch so viele Iterationen von einem intelligenten Namen. Also es gibt mehr als eine jedenfalls. Ja, nee, das stimmt. Ich glaube, Doug Green haben sie ihn teilweise auch mal genannt. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Ich fand es überraschend. Ich fand es ziemlich slapstickartig. Gerade diese deutlich zu lange Szene in dem Café mit den Kids, die das Selfie haben wollten oder nicht wollten. Mhm. Sonst fand ich es ganz cool. Ich fand es sehr seltsam, diese du hast immer so ein gewisses Konkurrenzflair zwischen Tony Stark und Bruce Banner gehabt. Dadurch, dass Bruce Banner die Zeitreise Forschung jetzt hier, so will ich es mal nennen, in dem Film ein bisschen verkackt hat und Tony Stark es binnen einem Abend irgendwie löst, fand ich es irgendwie schon ein krasses Statement, dass sie die Fähigkeiten von Bruce Banner als genialen Wissenschaftler eher so runter reduziert haben. Das fand ich schon, ich habe es so wahrgenommen irgendwie in dem Film. Habt ihr das auch so gesehen? Ja, ich meine, sie haben ja schon, wo war das? Ich habe genau, im Original Avengers als ersten Mal Bruce Banner dann wieder dabei war, haben sie schon gesagt, dass er ja der Experte nur bei Gammastrahlung wäre oder hauptsächlich der Experte für Gammastrahlung. Genau. Und er hat Tony auch in Age of Ultron immer nur unterstützt. Also er war nie so der richtige Partner, sondern hat ihn immer nur unterstützt und hat ausgeholfen. Deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass die weiterhin Tony Stark als so genialen Kopf da drin gehalten haben. Mich hat es jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, dass Bruce Banner für die Zeitreisemechanik da reingenommen wurde und als Alternative. Und ich dachte schon, so das, kompetent dafür ist er wahrscheinlich jetzt nicht. Dieser Gedanke hat mich gerade so fertig gemacht, eben nach dem Ende, nachdem halt klar war, dass Tony weg ist, künftig du brauchst irgendwie so einen genialen Kopf. Und als ich dann gedacht, okay, jetzt hast du halt Bruce da, der kriegt aber solche irrwitzigen Sachen anscheinend nicht auf die Kette, dachte ich automatisch, okay, wir brauchen einen Reed Richards. Das ist so in den Comics dieses Pendant, was Tony Stark immer noch mal ein bisschen überflügelt hat in einem, fand ich so. Ja. Das stimmt. Der sogar noch ein bisschen krasser war, noch ein bisschen gewitzter war, genialer war, wenn man das so wirklich sagen kann, weil technisch gesehen hat kein Mensch davon Ahnung, was die da eigentlich gemacht haben. Aber genau deshalb ist so ein bisschen mein Tipp auch für die nächste Zeit des MCU, wenn sie wenigstens noch nicht die X-Men in die nächste Phase mit reinnehmen, könnte ich mir vorstellen, dass so aus dem Hintergrund heraus so ein paar Fantastic Four-Mitglieder zumindest erwähnt werden, wie so ein Reed Richards. Meinetwegen in Doctor Strange 2, dass er als Konkurrent oder sowas auftaucht oder als ehemaliger Wettbewerber von Doctor Strange, so ungefähr. Und dass dadurch aus dem Hintergrund die Fantastic Four eingeführt werden, ohne dass man direkt wieder einen Fantastic Four-Film hat. Stellt euch vor, die führen die Charaktere ein, bevor sie verwandelt wurden, bevor sie ins All geflogen sind und zu den Fantastic Four wurden. Ja. Reed Richards als genialen Wissenschaftler. Würde natürlich aber auch bedeuten, dass man den Cast in sehr, sehr gewählt vornehmen müsste, um ihn denn künftig in den nächsten Jahren noch als Mr. Fantastic verwenden zu können. Ja. Auf jeden Fall. Oh, das wäre cool. Das wäre so cool. Schauspieler nehmen, die offensichtlich nicht altern, wie Paul Rudd und Chris Evans. Genau. Und so. Also es ist halt, die einfach nicht älter werden. Ja. Oder vielleicht wäre es noch cleverer für die einfach, weil die gesehen haben, okay, in den Filmen haben die Fantastischen Vier jetzt nicht so funktioniert. Nehmen wir doch mal Disney Plus als so kleines Experiment, um Leute im MCU über eine Serie einzuführen. Meinst du? Ich weiß nicht, ob sie es wagen würden, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also was ich mir auch vorstellen könnte, wäre so eine Zweiteilung dieses galaktische Universum mit Galactus, weil es am naheliegendsten ist, als Bösewicht, ne? Weil wir können, Guardians 3 könnte zum Beispiel Adam Warlock beinhalten, es gibt hier Rumors, wie heißt das, Gerüchte über einen eventuellen Nova-Film, weil das Nova-Core ist ja ausgelöscht und das passt ja auch zum Comic und Nova hat halt die Kräfte des gesamten Nova-Cores jetzt und ist der letzte, also hier die erste Nova-Inkarnation zumindest und auf der Erde wäre halt ein super Schurke mit einem überspannenden Storybogen für mich Dr. Doom. Also das und das würde halt über kurz oder lang zu den Fantastic Four führen können. Und Dr. Doom könntest du zum Beispiel einführen, ohne die Fantastic Four einzuführen. Mhm.
und Dr. Doom als irdischen Bösewicht fände ich schon sehr geil, weil der ist halt auch eine coole Figur in den Comics eigentlich. Aber das ist mein Lieblings-Marvel-Bösewicht, wenn man ihn so bezeichnen will aktuell. Im Bösewicht ist er ja eigentlich nicht mehr, ist er quasi schon Anti-Held. Aber das sind Aspekte, also ich will einen von Kevin Feige produzierten Fantastic Four-Film auf der Leinwand sehen. Ich will die nicht unbedingt im TV sehen, weil da ist so viel Potenzial drin, dass es wirklich sensationell auf der Leinwand aber funktionieren vielleicht kann. Aber genau vielleicht deshalb, weil die zwei vorherigen Filmserien, vor allen Dingen der letzte, überhaupt nicht so funktioniert haben und es sehr riskant ist, nach so ein paar Jahren schon wieder die Fantastic Four ins Kino reinzubringen, wäre vielleicht ein Weg, entweder die in Nebenfilmen auftauchen zu lassen und wenn die Figuren gut angenommen werden, den Fantastic Four Film zu machen oder wie gesagt dieses Experiment mit Disney Plus zu machen und die dann dadurch ins MCU reinzubringen und so eine Fantastic Four, ich meine, die leben ja auch durch eine Gruppendynamik, die bisher in den Filmen bei anderen Figuren in den Avengers-Filmen so ein bisschen ausleben konnten, aber wo ja auch immer nur viel angedeutet wurde und viel von den Entwicklungen fand ja wirklich offscreen statt. Und so könnte man Weg finden, wirklich Charaktere einzuführen, meinetwegen in zwei Event-Serien und dann in einem Film münden zu lassen. Das wäre möglich, ja. André, hast du Jonathan Hickman ins Avengers One gelesen? Ja. Wie fandst du den? Überdurchschnittlich. Okay, also, gut, das reicht mir. Ja. Weil ich lese den gerade wieder, eben weil Endgame, da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Das wäre für mich was ich wirklich so sehe als Zukunft des MCU. Eben weil das wie so ein Schmelztiegel der Charaktere aus Fantastic Four, aus den Avengers, einen Teil sogar den X-Men, ist das ist genau das, wo das drauf hinauslaufen könnte. Da ist Captain Marvel involviert gewesen. Und das hat auch ein Story-Potenzial, was halt dem Ganzen, was wir jetzt mit Endgame gesehen haben, weil Endgame bezog sich jetzt, auch wenn es thematisch im gesamten Universum präsent war, auf die Erde selbst. Ja, das wäre aber was halt der nächste Schritt irgendwie wäre. Dieser fulminante Space Arc mit den Inkursionen und den zerstörten Universen und Realitäten. Das kann ich mir wirklich wunderbar vorstellen. Glaubst du dir in dem Fall nicht? Also das wäre jetzt meine Meinung. Die haben jetzt mit Thanos schon einen unglaublich spacigen Bösewicht drin gehabt, der quasi eine Gefahr fürs ganze Universum war. Gut, wir haben nur die Guardians so gesehen und ein bisschen von Captain Marvel. Aber würdet ihr nicht denken, dass jetzt der nächste große Bösewicht nicht unbedingt aus dem All kommt, sondern persönlicher von der Erde direkt? Das nutzen die halt in den Standalone-Filmen ganz gut. Also Doctor Strange 2 könnte Nightmare haben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Außerirdische dann in der Albtraumdimension rumspringen, aber es ist ja schon ein sehr irdischer Superschurke, wenn man den so nennen will. Dann haben wir Spider-Man mit sehr irdischen Sachen, also in den Standalone-Filmen, ja, für diese, ich meine, das Marvel-Universum ist eben nicht nur auf der Erde, ja, also Emo, wo du gerade gesagt hast, du willst die Fantastic Four auf der großen Leinwand sehen, scheiß auf die Fantastic Four, ich will Silver Surfer von Feige produziert auf der großen Leinwand sehen, weil ich großer Silver Surfer-Fan bin und Rise of the Silver Surfer, der zweite Fantastic Four-Titel, der war technisch noch nicht da, der Film, und der war einfach auch storytechnisch nicht da, aber sie haben die Figur wenigstens versucht, ein bisschen darzustellen, und ich habe diesen Film trotzdem lange geliebt, also auch, weil ich Chris Evans als Johnny Storm großartig fand. Also ich finde die gar nicht so schlecht, den ersten Fantastic Four Run. Der zweite ist natürlich eine Totalkatastrophe. Aber die sind halt super cheesy, so wie halt früher Superheldenfilme waren. Die waren halt super cheesy und die Story war so, aber Silver Surfer auf der großen Leinwand und so. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, da Star Wars ja
zumindest im Kino für mich komplett den Bach runtergegangen ist, eine neue, tolle Space-Filmreihe zu sehen, die im Marvel-Universum spielt. Also die sollen gerne, ich bin sehr auf die Eternals gespannt. Ensemble-Filme können die, haben sie mit Guardians bewiesen. Ich bin sehr auf Eternals gespannt, was sie da machen, weil das ja auch erste Sachen, die ich gelesen habe, ist, das soll über zigtausend Jahre gehen, die Handlung. Also was ja Sinn machen würde. Mal sehen, ob sie dann halt am Ende auch im Jetzt ankommen. Spannend. Und die Eternals, ja, vielleicht erklärt ihr noch mal ganz kurz, was die Eternals genau sind. Das ist mir selber nicht so bekannt. Also ich habe den Titel schon jetzt öfters gehört für einen Film, der jetzt in der nächsten Phase kommen soll. Und gerade auch dieses Shang-Chi oder wie das heißt. Aber bei den Eternals kann ich mir jetzt gerade so noch nichts wirklich vorstellen. Das ist sowas, wo ich komplett raus bin. Thanos ist ein Eternal übrigens. Also, naja, nicht ganz. Nee, nicht, der ist ein Deviant, ja, ja. Oder wie die heißen. Also es gibt irgendeine so unsterbliche intergalaktische Rasse, die sich irgendwann entzweit haben in eine, sagen wir eher, böse Gruppierung, die dann versucht haben, das Universum zu stürzen, keine Ahnung. Und die anderen kämpfen gegen die. Ich würde die jetzt nicht per se als die Helden bezeichnen, sondern die finden halt die Bösen doof, ja. Und das sind halt so unsterbliche, übermenschlich starke Wesen. Natürlich ähnlich wie alle Superheldenfiguren. Ja. Jeder hat so seine, ne? Einer ist schnell, einer stark. Ich habe das immer so ein bisschen empfunden als Jack Kirby Fourth World Saga Rip-Off. Genau, so ein bisschen, ja. Und Thanos ist halt einer von diesen Deviant-Typen. Also halt auch ein Eternal im weitesten Sinne, also ein unsterblicher, superstarker Heinz. Nur halt, der gehört zu den Bösen. Das haben sie im MCU so nicht so richtig erwähnt. Und die Eternals sind irgendwie von den, wie heißen denn die anderen, untergeordnet den Celestials, die sind ja noch mal eins höher. Die Celestials, die sieht man ja in Guardians, werden die erwähnt. Und Ego, glaube ich, in Guardians of the Galaxy 2 ist ein Celestial. Ist ein Celestial, genau. Genau, der ist ein Celestial. Also es sind halt noch mal so gottgleiche, übergalaktische Wesen. Und die Eternals sind halt quasi eine Stufe drunter. Okay. So. Ja. Ja, also schon sehr abgespaced. Die sind schon sehr ab, ja, die Powers sind halt, also Ikarus ist irgendwie gecastet und irgendwie noch ein paar von denen und die sind halt alle so auf dem Power-Level mal Minimum von Captain Marvel. Marvel hat halt immer so ein bisschen mit diesem Fetisch gespielt, so irgend so eine mystisch seltsame Gruppierung oder Entität oder Rasse im Hintergrund, die das Universum irgendwie miterschaffen hat und übermächtig ist. Und da haben sie sich irgendwie eine Schöpfung nach dem anderen gemacht. Und der Jonathan Hickman, auf dem ja jetzt auch die Black Order, die wir jetzt aus Infinity War und Endgame kennen, basieren, der hat ja dann mit den Bildern nochmal jetzt vor einigen Jahren eine zusätzliche Rasse geschaffen, die Marvel denn dargestellt hat als die älteste Rasse des Universums, die alles irgendwie geschaffen hat, was ja dann irgendwie doch nicht so war. Und es ist halt immer teilweise selbst für mich schon ein bisschen schwer, da den Überblick zu behalten. Ja, ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt, nachdem der Film halt angekündigt wurde. Für alle Game of Thrones Fans hier, Richard Madden ist gecastet. Okay. Für die Eternals. Rob Stark, genau. Aber auch Angelina Jolie, was für mich nicht unbedingt eine gute Nachricht ist, aber schauen wir mal, was das so wird. Zumindest beim Casting hat Marvel bisher fast keinen Fehlgriff sich geleistet. Und da kann ich mir, wenn sie sich so einen großen Namen holen, dann könnte es interessant werden. Ja, die haben halt aber auch, wie heißt der, Ma Dong Sok oder so, irgend so ein koreanischer ist das, glaube ich, Schauspieler, der Superstar irgendwie in irgendeinem koreanischen Zombie-Film ist. Wenn man sich da auch mit, das wird halt ein sehr diverser Cast, ja. Okay. So gut. Ja. Ich meine, wenn man sich Endgame allein anschaut, was da für, ich meine, sprechen wir nicht mal vom Cast, der im MCU bekannt ist, sondern vom Cast, dass die solche Leute neben Michael Douglas
Michelle Pfeiffer, dann noch ein kleines Cameo, was aus alten Szenen von Natalie Portman zusammengeschnitten worden ist, Gwyneth Paltrow da wieder mit reinbekommen haben. Und so Robert viele, Redford. Robert Redford, René Russo. Ja, das ist William Hurt. Nur Anthony Hopkins haben sie nicht bekommen. Ja, stimmt. Und, ja. Und vor allen Dingen alle so in so Throwaway-Lines. Also alle so nur einmal kurz aufnehmen und das war's schon. Und ich weiß nicht, welcher Film in der Geschichte es bisher hinbekommen hat, einfach so eine Star-Power drin zu haben, wie Infinity War und Endgame zusammen. Ja. Lass uns mal jetzt über den Film weiterreden, bevor genau. wir weiterreden. weil Thema abschweifen, aber es ist halt auch ein 3 Stunden langer Film. Ja, dementsprechend wird der Cast vermutlich auch etwas länger. Ja. Ja. Wir waren jetzt, wo waren wir jetzt, Thema? Wir sind jetzt bei den Zeitreisen, oder? Wir waren 5 Jahre später, haben uns die Selbsthilfegruppe angeschaut, können noch einmal kurz bei Thor auf New Asgard vorbeischauen. Der ja jetzt dann so doch Moment. Etwas ja, in den 5 Jahren verändert hat. Achso, New Asgard, ich war jetzt schon bei der Zeitreise zurück. Nein, New Asgard war es in der Tat auf habt dem... Habt ihr mitbekommen, welcher Ort das war? Welcher Ort das war? Das ist der Ort kam schon mehrfach vor im MCU. Ja, das ist der Norwegen. Norwegen? Wo der Tesseract in Captain America gefunden wurde am Anfang. Richtig. Und wo auch ganz in der Nähe Odin seinen Abschied hatte. Ja. Fand ich ziemlich cool. Wusste ich zu der Zeit nicht, habe ich später erst gelesen, fand ich mega geil. Ja, besser als Oklahoma oder wo ist es in den Comics? Ein Staat mit O. Oder? Das irdische Asgard ist doch irgendwo in den USA in den Comics. Ja, aber zuletzt war es, glaube ich, sogar New York, oder? Zum Teil. Ja. Aber im MCU haben sie ja immer schon mit so ein bisschen den skandinavischen Ländern gespielt. In Agents of S.H.I.E.L.D. hatten sie ja auch Peter McNichol als Asgardian da mit drin und der war, glaube ich, auch aus in Norwegen haben sie ihn aufgegabelt. Naja, auf jeden Fall New Asgard mit einer Truppe von überlebenden Asgardianern, wo ich gar nicht mitbekommen habe, dass da überhaupt irgendwer überlebt hat und das spannend fand, dass die sich dann alle doch in so einem kleinen Dorf zusammenfinden konnten. Ein Viertel hat überlebt, ne? Also Thanos hat die Hälfte manuell gekillt, dann müsste ja theoretisch nochmal die Hälfte beim Snap gestorben sein. Nee, aber der hat doch, das Raumschiff ist doch explodiert, nachdem er da abgehauen ist. Eigentlich hätten alle tot sein müssen, oder? Ja, nee. Also er killt ja immer nur, also zu dem Zeitpunkt hat er immer nur die Hälfte aller gekillt. Und irgendwo sagt Thor das auch, dass er Thanos die Hälfte seines Volkes ausgelöscht hat. Okay. Das heißt, die Theorie war auch zu dem Zeitpunkt schon, dass halt alle, die nicht vorkommen, Korg, Meek, Valkyrie, quasi wahrscheinlich mit Rettungsschiffen entkommen sind oder gehen oder entlassen wurden und er dann die andere Hälfte gekillt hat und sich halt natürlich die Hauptcharaktere, die wir am Anfang von Infinity War sehen, da aufgespart hat, um sich den Tesseract zu holen. Aber Thanos hat ja immer nur die Hälfte eines Volkes gekillt. Ja, das stimmt. Der hatte ja seine Prinzipien. Ja. Die Frage, das war für mich zwar noch so eine Logiklücke in Infinity War gewesen, die man zwar dadurch hätte erklären können, aber die sich dann natürlich bestätigt hat in Endgame. Ja, genau. Und ich weiß jetzt aber nicht, okay, irgendwie haben die es wohl zur Erde geschafft, dass das Originalschiff hatte ja auch Kurs auf die Erde. Thor sagt zuletzt in Ragnarok, Kurs auf die Erde nehmen bitte. Das heißt, es macht auch Sinn, dass die auf der Erde gelandet sind und da halt noch übrig sind. Am Ende in der Endschlacht, dass da lauter schwer gerüstete Asgardianer aus dem Portal kommen. Das ist, ne? Aber mir alles egal, weil das Fanservice war. Aber sind die Asgardianer jetzt für mich vielleicht zum Hintergrundwissen, die sind ja wahrscheinlich nicht alle so stark wie Thor, aber doch schon ziemlich stark. Das ist eine Kriegerrasse. Ja, ja. Doch, die sind alle so stark. Also jetzt nicht so stark wie Thor, aber ja, doch, das sind halt Asgardianer, ne? Also okay. Sind halt, ja. Weil ich weiß, dass alle Peter McNichol hat zum Beispiel eine ganz nette Action-Szene oder in Agents of S.H.I.E.L.D. bekommen, wo man ihn gar nicht so als Action-Darsteller im Kopf hat, weil er auch erst so einen Professor da gespielt hat.
Und da dachte ich mir schon, okay, alle Asgardianer müssen ja schon ein bisschen übermenschliche Kräfte haben. Haben sie. Ja, die sind, das ist ja eine, im Grunde ist das ja eine außerirdische Rasse, zumindest im MCU werden sie so dargestellt, die mehrfach die Erde besucht haben und die Erdenbewohner halten sie, weil sie so stark sind, für Götter. Ja? Okay. Das ist ja so ein bisschen diese, es ist ja nicht wie in Wonder Woman, wo sie in echt die Tochter von in echt Zeus ist. So, also okay. Von so richtig Zeus. Naja. Ja, also oder, aber sie oder. Definieren sich ja trotzdem, also Thor definiert sich ja trotzdem selbst auch als Gold. Ist ja auch unsterblich, in den Comics ja auch. Ja, genau. Und kann genau. Ja auch so eine Sonne aushalten. Genau, aber ich glaube, das ist der Geschichte dieser Figur zu schulden. Irgendwie dachten die wohl, das wäre witzig, weil in den USA bist du ja mal im Durchschnitt noch mal ein ganzes Stück weniger international oder global gebildet als in europäischen Ländern. Kein Mensch kennt die nordische Mythologie in Thor. In den USA und dann zu sagen, Thor, Gott des Donners, war völlig okay, weil das keiner zu eng mit dieser Mythologie in Verbindung gebracht hat. Und ich glaube, im Laufe der Jahre haben sie es dann versucht, in irgendeiner Form logisch zu erklären, dass das halt nicht wirklich Götter sind. Sonst müssten ja alle anderen Götter auch existieren. Mhm. Aber es gibt ja auch Ares und so im Marvel-Universum. Zumindest Ares gibt's. Ich glaube noch, Herkules gibt es auch. Ne? Herkules gibt es auch, ja. Genau. Der war sogar mal Avenger. Genau, ja, ja. Also es gibt ja auch die griechischen Götter und wahrscheinlich auch die römischen Götter und ja. Ach, keine Obwohl Ahnung. Obwohl die im Gegensatz zu den Asgardianern halt ziemlich stiefmütterlich behandelt werden in den Marvel-Comics. Das stimmt, ja. Mhm. Aber ne, also es sind ja alles so Inspirationen für einen Comic-Superhelden gewesen, ja. Der dann halt da auftauchte. Und ich glaube, im Laufe der Zeit haben sie halt versucht, das irgendwie halbwegs logisch zu erklären, dass es halt nicht echt Götter sind. Also nicht im Gott-Sinne. Ja. Wie fandet ihr die Heist-Stories? Also jetzt den zweiten Arc selbst. Also der erste, der hat das mal mitgenommen, der hat aufbereitet, der war ruhig. Dann gingen die Heist-Stories los. Wie fandet ihr die? Also ich fand sie lustig. Ich fand sie auch ganz gut umgesetzt, weil sie sich in der Da haben sie sich noch an ihre eigenen Regeln, was Zeitreisen anging, gehalten. Zumindest zuerst. Später haben sie das über einen Haufen geworfen. Was ich dann, ich meine, muss man mit klarkommen, wenn irgendwie wieder Zeitreisen in Filmen gezeigt werden. Aber ich fand es schon schön Throwback, dass man zumindest teilweise alte Szenen gesehen hat und in diese alten Szenen wieder reinhüpfen konnte. Ich fand teilweise die Szenen toll, gerade das mit der 2012 Avengers, die Reise. Mich hat aber beispielsweise Vormir total gestört, weil es mich emotional vollkommen kalt gelassen hat. Das ist zu frisch gewesen mit Infinity War. Mich hat das überhaupt nicht mitgenommen, diese Szene. Also jetzt auch der Tod von... Ja, gar nicht. Überhaupt nicht. Also im Moment, als ich es gesehen habe, ja. Ich fand das auch so grotesk irgendwie. Black Widow und Hawkeye treffen auf Red Skull. Kein Kommentar. Alles klar, nee. Geht's weiter. Das fand er ja nicht so cool. Und als sie sich dann da gegenseitig noch, oder zumindest einseitig mit explodierenden Pfeilen beschossen haben, das war dann ein bisschen too much für mich. Deswegen fand ich so die Heist-Stories selbst mit einigen Ausnahmen im Mittelteil war für mich so eine gewisse Länge in dem Film, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eine Entwicklung, die ich so nicht erwartet habe. Und ich weiß nicht so ganz, ich wusste in dem Moment auch nicht so ganz, ob es mir gefällt. Ich habe den ja mittlerweile jetzt dreimal gesehen und beim dritten Mal gucken hätte ich gern vorgespult in der Phase. Ja. Also weil ja, da sind schöne Fanservice-Szenen drin in dieser Heist-Geschichte, ja. Und auch die Schreiber haben gesagt, das Problem war daran diesen Teil zu schreiben. Wenn sie erklären, wo sie jetzt einen Infinity-Stein herholen, müssen sie alle erklären, ja. Und dadurch ist dieser Part ja auch relativ lang geworden. Und Gott sei Dank kamen sie dann auf die Idee, okay, drei Steine sind in New York, dann Tesseract haut dann Loki mit ab und die müssen nochmal zurück, was ja eigentlich noch bessere Szenen sind. Klar, die Fahrstuhl-Szene, Hail Hydra mit Captain America, man sieht, die Figur ist gereift, auch wo er gegen sich selber kämpft, wo er dann sagt, hey, I can do this all day und der andere sagt, ja, ich weiß. also er ist halt nicht mehr dieser
Mustersoldat, den er ja am Anfang war, sondern hat viel mehr Persönlichkeit inzwischen bekommen. Das Kind der 40er ist halt weggewachsen oder rausgewachsen, ja. Genau, genau. Mhm. Und aber im Grunde sind es lauter kleine nochmal, wir besuchen nochmal, deswegen ist Endgame so ein Abschlussfilm dieses Marvel-Universums. Wir besuchen nochmal drei oder vier Filme ja mehr oder weniger der Vergangenheit, wobei Vormir halt der schwächste Teil ist, gebe ich dir völlig recht, weil der ja gerade erst in Infinity War aufgetaucht ist. Ja. Mhm. Und Captain America und Black Widow dahin zu schicken, wäre vielleicht noch interessanter gewesen, wenn Captain America auf den Red Skull trifft, das hätte ich gern gesehen. Dann würde ich gerne an der Stelle, weil du das gerade sagst, ganz kurz vorspulen. Er bringt ja nachher die Steine zurück und das macht mich fertig, dieser Moment. Dieser Gedanke daran, wie alles in der Welt bringt er den Seelenstein zurück? Mhm. Ja, das ist die große Frage. Trifft er auf Red Skull und sagt hier, ja, hast du zurück? Ist nicht meine Farbe oder was? Ja, also das ist der Moment, wo man Logik über Bord schmeißen muss. Ich glaube, beim im Kino sitzen ist dir das alles scheißegal. Du bist einfach nur begeistert. Klar, der denkt kein Mensch. Du gehst nach Hause. Du darfst nicht zu viel über diesen Film nachdenken. Aber. Weil es ist natürlich totaler Schwachsinn. Also erstens mal haben sie dann ja in der, also die Ancient One in der Rückblende in New York sagt, wenn sie den Zeitstein weggibt, dann ist die Welt all übernatürlichen Wesen ausgeliefert und wird untergehen. In der Jetzt-Zeitlinie haben sie aber keinen Zeitstein, weil Thanos den kaputt gemacht hat. Ist Doctor Strange auch ohne Zeitstein so cool, dass er es in den Griff kriegt oder was? Also die kann ja nicht in der einen Szene sagen, ohne den Zeitstein ist die Welt dem Untergang geweiht, wenn die Magier den Zeitstein nicht haben und die Magier haben den Zeitstein nicht in der Gegenwart. Ja, ja, aber das ist ja das Interessante, das könnte für Doctor Strange 2 ja sehr relevant werden, dass der Stein einfach nicht mehr da ist und der damit klarkommen muss. Hast du das wirklich so verstanden, von wegen, dass die Magier den Zeitstein haben mussten? Oder, weil ich hatte so verstanden, dass sie ihn beschützen mussten davor, dass ihn jemand anderes bekommt. Oder das, ja, kann auch sein. Also, ne? Und ja, und wie kriegen sie den Äther denn in Jane Foster zurück? Also, reist Captain America ohne Scheiß mit einem jetzt Infinity-Stein, nicht diesem gasglibberförmigen Äther-Zeug, nach Asgard und drückt ihr das rein wie ein Zäpfchen oder was hab ich mir das vorzustellen? Ja, also du darfst über diese Reise, die Captain America da unternimmt, bitte nicht nachdenken. Ich denke ja. Aber, dass gerade die Szene mit Vormir werden die nochmal aufreifen, weil Black Widow ist ja noch ein Thema. Klar, es ist jetzt die Diskussion, wird es ein Prequel oder wird es keins? Ja. Bestätigt ist es, glaube ich, noch nicht, ob es jetzt wirklich ein Prequel wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Scarlett Johansson jetzt rausnehmen, weil die würde das sicherlich noch weitermachen, weil so viel Geld verdient sie bei keinem anderen Film oder bei keinem anderen Film-Franchise. Ja. Ohne jetzt zu verstehen. Die ist kein Chris Evans, der, glaube ich, als einziger richtig 100% froh ist, raus zu sein, weil der will ja halt Regisseur hören und genau. Andere Sachen machen, ja. Ja. Ohne dass ich jetzt der Johansson unterstellen will, dass er das jetzt nur aus finanziellen Gründen macht, das wollte ich aber nicht sagen. Nein, aber ja. Ich denke, weil das wäre ein super Moment, um das wieder aufzugreifen, weil wenn du, um sie wieder zum Leben zu holen, weil wenn, es heißt ja eine Seele für eine Seele und wenn er den Stein zurückbringt, dann kriegt er auch die Seele wieder. Ja, nimmt er Gamora. Dann nimmt er Gamora. Die hätten wir ja den zweimal. Ja, das ist, nee, also ich persönlich will in Zukunft in den Marvel-Filmen nichts mehr von den Steinen hören. Mhm. Reicht. Nach 22 Filmen reicht's mit den Infinity Stones. Die Geschichte ist für mich abgeschlossen. Black Widow ist, Scarlett Johansson ist nicht meine Schauspielerin, die hat die Black Widow-Rolle solide und ordentlich gemacht. Da Winter Soldier mein absoluter Lieblingsfilm ist, finde ich sie auch sehr, sehr gut in Winter Soldier. Wird sich auch nicht ändern, weil einfach dieses Spiel sie gegen Captain America oder mit Captain America großartig ist. So diese verschiedenen Moralwelten, die da aufeinandertreffen. Aber die hat mich nie als Black Widow überzeugt. Das war auch für mich nicht eine Comic-Black Widow, genauso wie der Netflix-Punisher für mich nichts mit dem Punisher zu tun hatte, außer in der zweiten Daredevil-Staffel.
wo ich ihn super fand, weil der Punisher braucht Superhelden um sich rum, um ein extremer Kontrast zu sein. Ja. Und Black Widow braucht halt diese ganzen Gimmicks und so. Und hier eine Kung-Fu-Lady. Ne? Sie hat trotzdem eine gute Rolle ausgefüllt. Das ist jetzt nicht die Comic-Vorlage gewesen, hast du vollkommen recht. Aber trotzdem fand ich, war es eine prägnante und wichtige Rolle, die sie da ausgeführt hat. Die ist ja entstanden in dieser noch sehr, sehr realistischen ersten Iron-Man-Phase, ja. Wo die noch super realistisch waren. Ich hab tatsächlich Iron Man 3 und in die 2 und 3 und Winter Soldier und Civil War geguckt, seit ich Endgame geguckt habe, einfach weil ich nicht genug Captain America kriegen kann und die alten Iron Man Filme nochmal besuchen wollte. Ich geb dir jetzt gerade eine imaginäre Brofist. Ja, und muss sagen, mir gefiel auch der alte Iron Man erheblich besser als dieser Nanotech Iron Man, der auf jeden Fall, der für mich eher ein Green Lantern ist als ein Iron Man. Das hätte ich auch ungerne weitergesehen. Also, ne, er zaubert dann aus seinem Nanotech ein Schild, ein Dorn, ein Anker, ein weiß ich nicht was alles. Das ist Green Lantern, das ist nicht Iron Man. Iron Man baut sich Raketen in seinen Unterarm. Ja, ja, aber genau, aber das ist es ja so ein bisschen das Problem auch von der, ja, minimierten Rolle von Tony Stark in den Filmen gewesen. Die ersten drei Iron Mans waren relativ schnell im MCU raus. Und da man ihn jetzt nicht für einen Iron Man 4 verpflichtet hat, ihn aber trotzdem noch da halten musste, musste er jedes Mal irgendwie so eine kleine Entwicklung da sein. Und da reichte dann nicht mehr, dass er sich Mark 24 gemacht hat, wo dann jetzt eine andere Farbe dran ist, sondern musste ja irgendwelche neue Technik dabei. Ich mag den Charme der alten Iron Man Filme auch viel lieber. Ich finde, Iron Man 1 ist immer noch einer meiner liebsten MCU-Filme, weil er so am Boden geblieben ist und weil er diesen Redemption-Arc von dem drin hat, den er auch noch nicht vollständig abgeschlossen hat, also weil er so geerdet war. Das hatte jetzt Tony Stark nicht mehr. Der hat dann nur noch von Robert Downey Jr. zuletzt gelebt. Ja, ja, ja. Ja, also Iron Man 3 ist halt nochmal interessant, weil das halt das rätselhafte Begräbnis-Cameo, über das wir vielleicht ja auch noch sprechen, auflöst. Ne? Mit dem Bengel, ja. Genau, weil dieser kleine Junge aus Iron Man 3, der ihm halt hilft, seine Rüstung wieder aufzuladen, was anderes ist es ja quasi nicht, und ihn so ein bisschen ermutigt und ihm über sein posttraumatisches Stresssyndrom hinweg hilft, indem er sich ziemlich pflegelhaft und unfreundlich von Tony Stark anbrüllen lässt, quasi den ganzen Film. Der ist ja bei der Beerdigungsszene ganz kurz im Bild. Und als ich das im Kino gesehen habe, saß ich da auch so, wer um Gottes Willen ist das? So, ja. beim ersten Mal Kino gucken. Ja, es war vor allen Dingen auch ein anderer Schauspieler, den die dafür eingesetzt haben. Und das ist dann noch unverständlicher, weil den alten Schauspieler hätte man vielleicht noch ansatzweise erkannt. Aber dann einen Gaststar da reinzubringen, der auch noch ein anderer Schauspieler ist, konnte man dann wirklich nur aus Kommentaren von Regisseuren und aus den Endcredits rausbekommen. So. Ja, also der hat mich so, ja, der war so ein bisschen deplatziert. Aber ja, ansonsten ist diese ganze Time-High-Szene, um nochmal zum Thema zurückzukommen, für mich war schön beim ersten Mal gucken. Es war so die Ruhe vor dem Sturm für mich. Es waren schöne Sequenzen mit Tony Stark und seinem Vater, was auch nochmal dem Story-Arc der Figur, glaube ich, viel hilft, weil er hat jetzt Frieden gefunden, weil er ja seinem Vater nie alles sagen konnte. Das wird ja in Civil War thematisiert. Er konnte sich halt nie wirklich, da hat er ja diese virtuelle Maschine. Und ne, sagt seinem Vater nochmal, ich liebe dich zum Abschied. Und das hat er ja nicht wirklich getan. Und das ist ja das Thema in dem Film. Und er ist wieder zurückgemorpht in John Slattery anstatt Dominic Cooper. Ja, ja. Ja, Dominic Cooper ist ja der noch viel jüngere Howard Stark. Das ist ja der genau. Captain America 1 und Agent Carter Version. Ja. Hier übrigens auch wunderbar das Cameo, wo ich das zumindest gefeiert habe. Der einzige Auftritt eines MCU-TV-Stars, der noch nicht in den Filmen drin war, durch den Jarvis-Darsteller. Genau, fand ich auch ganz toll. Ja,
Der ist auch großartig, der Darsteller. Also ja, der ich fand die Serie auch toll. Die war auch echt gut. Also die war echt gut, ja. Also Agent Carter meinen wir jetzt an alle, die das jetzt hören und genau, wissen. Genau, genau. Ja. Also und ja, die War Machine Nebula-Geschichte war halt das Setup, wie Thanos jetzt ins Jahr 2023 springt, glaube ich. Aus dem Jahr 2014 in 2023 springt. Ja. Und sehr gut fand ich da die Star-Lord-Szene, weil das so unglaublich realistisch ist, wenn du die Musik nicht hörst und jemand bei seinem Walkman mitsingt und dazu tanzt, sieht man halt richtig bescheuert aus. Und das haben sie großartig gezeigt in dieser Szene. Das fand ich, diese Szene hat, glaube ich, jeder der Guardians das erste Mal gesehen, da hat hart gefeiert und fand die mega geil, die Szene. Und war eine Chance für Chris Pratt nochmal aufzutauchen, ohne nur am Ende da zu sein. Genau, genau. Ja. Aber da halt wie so ein Depp rumzutanzen, das war schon schön. Die Zeitreiseparadoxien, wollen wir die aufgreifen oder wollen wir das einfach so stehen lassen? Muss man so hinnehmen. Ich meine, letztendlich im Trailer zu Spider-Man Far From Home haben sie ja das Multiversum angedeutet. Dazu muss man aber auch sagen... Abwarten! Moment, dazu muss man aber auch sagen, dass die Schreiber von Infinity War nicht mit einem Multiversum selbst gerechnet haben, sondern das abgeschlossen haben für sich. Und dass hier wieder das ins Spiel kommt, dass jeder MCU-Regisseur so ein eigenes Ding rausmachen kann. Die Infinity War und Endgame-Schreiber wussten nicht, dass die Far From Home-Schreiber das mit reinnehmen, wenn es denn mit reingenommen wird. Wenn es mit reingenommen ist, weil Mysterio sagt das im Trailer. Ja. Und das wäre sehr merkwürdig, wenn der Held einer anderen Welt wäre. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so sein wird. Aber letztendlich Zeitreise, gut, da sind die typischen Probleme, die bei einer Zeitreise auftauchen. Und letztendlich, habe ich ja eben schon gesagt, brechen sie ihre selbst aufgestellten Regeln relativ schnell direkt wieder, wenn man allein von einem Ende absieht, wo Captain America eigentlich nicht als alte Version da wieder auftauchen müsste, wenn sie ihre eigenen Regeln betrachten, außer er hat nochmal eine Zeitreise, eine Dimensionsreise unternommen. Das haben die Russos gesagt. Die Russos haben gesagt, er hat sein Leben mit Peggy Carter in einer Alternativzeitlinie abgelebt. Und ist dann wieder in die Jetzt-Zeitlinie zurückgereist und hat sich auch ein neues Schild besorgt. What? Ja, das haben die Russos gesagt. Die Schreiber haben gesagt, Bullshit. Die Schreiber haben gesagt, was? Nein, der hat gelebt, parallel zu dem anderen Captain America. Denn alles, was wir vorher gesagt haben, hat keinen Sinn ergeben. Was ich aber toll fand... Zeitreise. Sie machen sich Gott sei Dank im Film selber ordentlich über Zeitreisefilme lustig. Und zu Recht, weil die nie funktionieren. Ja. Und Steve Rogers müsste nach dem Prinzip auch mit seiner eigenen Nichte rumgemacht haben. Okay. Ja. So uns. Ja. André, du sagtest gerade, du hast Captain America-Filme danach geguckt. Ja. Winter Soldier. Ja. Steve Rogers geht in das Smithsonian Museum, guckt sich seine eigene Ausstellung an und schaut ein Video, ein Interview aus den 50ern mit Peggy Carter, als sie über Steve Rogers spricht und sagt, dass sie mit Steve Rogers auch verheiratet ist. Hast du das auch so verstanden? Ja, oder? Offensichtlich. Ja. Wie geil ist das? Was ist das für ein geiler Fanservice? Ich habe Winter Soldier danach gesehen und dachte mir, das ist jetzt nicht euer Ernst. Moment. Ja? Ja. Sie hat nicht gesagt, dass sie mit Steve Rogers verheiratet ist. Sondern er hat den Mann gerettet, der später ihr Ehepartner. Und sie hatte kurz gestockt, hat in dem Moment, als sie es gesagt hat, und hat dann weitergeredet, hat gesagt, er ist dafür verantwortlich, dass der Mann, den ich später geheiratet habe, dass ich ihn kennenlernen konnte oder irgendwie sowas. Ja, genau. Der Mann, den ich später, der später mein Ehemann wurde, den hat Steve Rogers gerettet. Und sie hat gestockt, weil sie ihn meinte. Ich glaube der Szene schon so geplant war, aber es passt halt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, und das, also, ich will einfach nicht glauben, dass es Zufall ist. ich sehe es aber ganz genauso. Offensichtlich war sie im Geheimen mit
Steve Rogers verheiratet. Und konnte ihm das natürlich dann auch in der Jetztzeit nicht sagen, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit ihm verheiratet war. Ja. Weil er musste ja noch. Das haben die Russos auch gesagt. Das haben die auch gesagt, dass denen immer schon klar war, dass Steve mit der verheiratet war. Also, dass Steve quasi mit ihr das Leben verbracht hat. Na, dann passt doch. Ja. Scheinbar haben sie es ja doch schon so geplant. Jetzt, wo du es nämlich gerade erzählt hast. Ja, und das ist auch von den Russos. Also, und glaube ich, sogar auch die gleichen Drehbuchschreiber, ne? Ja. Und das ist halt auch der Moment an dem Film, der mich am meisten gekillt hat, weil ich bin selbst ein riesen Captain America-Fan in den Comics. Ich liebe Chris Evans als Captain America. Das ist für mich der ultimative Captain America-Darsteller. Und dass er diese Verkörperung dieses Verlustes von Peggy, dass ihn das so fertig gemacht hat über all die Filme hinweg, fand ich so toll. Und dann diesen Moment am Ende zu haben, der hat mich vollkommen ausgehebelt. Mhm. Ich habe gesagt, egal was jetzt passiert, scheißegal, ob eine After-Credit-Szene kommt, du bleibst hier sitzen, weil du brauchst die Zeit, damit der Abspann durchläuft und alles in deinem Gesicht wieder trocken wird, damit du diesen Saal hier mit erhobenem Haupt verlassen kannst. Ja, das hat mich einfach fertig gemacht. Das war mein Moment in diesem Film und ich fand das so toll. Und als ich das im Nachhinein denn entdeckt habe, diese Szene gesehen habe in Winter Soldier, ich bin sofort wieder am Ende gewesen. Das hat mich vollkommen wieder eingeholt und dachte mir, was für eine geniale Scheiße. Das war so toll. Fantastisch. Ja. Das ist mein Captain America-Moment gewesen. Ja, also ich finde auch, dass Chris Evans die beste Besetzung der Welt, also alle sagen, Robert Downey Jr. macht Iron Man. Mhm. Ich finde, dass Robert Downey Jr. spielt und das sehr gut mit Iron Man harmoniert. Ja. Also klar, ja, der hat das Ganze gestartet und super. Ich habe beim zweiten Mal gucken, ich habe mir wirklich schnell tagsüber noch ein Iron Man T-Shirt gekauft, einfach wo drauf steht, I'm Iron Man, um quasi mit einem riesen Spoiler auf meinem T-Shirt im Kino zu sitzen und keiner weiß, was ich will. Ich fand das einfach sehr, sehr lustig. Aber erstens sind die Captain America Filme, also zumindest Winter Soldier und Civil War sind die besten, für mich immer noch die besten Marvel Filme als Film. Ja, ja. Als Film. Winter Soldier halt ganz, ganz weit vorne, weil es einfach ein super geiler politischer Thriller ist. Und was halt auch interessant ist, in den Interviews, die Russos meinen halt, also der Zeitpunkt, zu dem die ins Marvel Cinematic Universe gekommen sind, ist super dankbar für die gewesen, weil sie durften alles kaputt machen. Sie haben S.H.I.E.L.D. zerstört in Winter Soldier, sie haben die Avengers zerstört in Civil War und sie haben die Welt untergehen lassen in Infinity War. So, also sie sind sehr gut im Sachen auseinandernehmen. Glaubt ihr denn, weil so ein bisschen Mini-Schandfleck vielleicht in der Avengers-Reihe könnte so ein bisschen Age of Ultron immer noch sein, den ich weiter nicht so gut finde, auch wenn ich riesen Josh Whedon-Fan bin, aber wenn man sich allein die Produktionsgeschichte davon anhört, wie er da Sachen durchlitten hat, hätten die Russos einen besseren Job bei Ultron gemacht als Josh Whedon? Das ist jetzt hart, aber für mich ist Endgame der schlechteste Film der Russo Brothers im MCU. Also meine Nummer 1 ist wirklich Winter Soldier, Nummer 2 ist für mich Infinity War inzwischen, weil das einfach der perfekte Film ist und alles in dem Film stimmt und alles logisch ist und zusammenpasst. Und Platz 3 und 4 teilen sich so ein bisschen Civil War mit Endgame. Endgame ist für mich als Fan und als Abschluss der Reihe der perfekte Film. Ja, ja. Verstehen, ist der perfekte Film. Als MCU-Film an sich alleine das Pacing, dieses sehr lange Mittelteil und diese Endschlacht, diese epische Endschlacht, die ausschließlich Fanservice ist und nichts anderes. Dann lass uns doch mal darüber reden. Ja. Weil, ehrlich gesagt, als ich aus dem Kino rauskam, war mir diese Schlacht in Erinnerung und Avengers Assemble. Aber letztendlich, genau, das war so ein. Ich meine, welcher extreme Comic-Fan hat nicht da gesessen, hat einen halben Orgasmus bekommen bei dem, was da auf dem Bildschirm abgelaufen ist? Das ist genau das, was ich meinte, weil ich bin ganz bei André, dass
Endgame der schwächste Russo-Film ist, filmisch gesehen. Ich habe ja aber am Anfang schon gesagt, dass er für mich der beste MCU-Film ist, eben genau deshalb. Ja. Ihr kennt Kevin Smith? Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt letztens erst einen Podcast, er hat eine zweistündige Review, glaube ich, zu dem Film abgezogen. Ganz allein hat er nur vor der Kamera dazu gesabbelt. Und er hat das ganz toll verglichen mit einem Comic Annual. Ja, so ein übergroßes Heft, was einmal im Jahr erscheint, was halt in den 70ern später dann ganz groß war, heute gibt es das natürlich auch noch, wo halt irgendwie wie so ein Jahresjubiläum nochmal alle Helden zusammenkommen für eine größere Geschichte, als es sonst eigentlich üblich ist. Und genau das hat irgendwie Endgame wiedergespiegelt, weil die haben alles, was in den letzten 10 Jahren war, in den letzten 21 Filmen davor war, zusammengeführt und in diese Schlacht am Ende reingepackt. Das war für mich der am meisten comichafteste Film in dem gesamten Filmuniversum, deswegen er mich auch am meisten abgeholt hat, weil, wie du gerade sagtest, Michael, du sitzt nur da als Comic-Fan, die geht dauerhaft einer ab, weil alles, was du dort siehst, du aus den Comics kennst, Captain America hebt den Hammer, schreit genau diesen Satz und ich kriege jetzt Gänsehaut, während ich das sage. Das ist halt ein totaler Nerd-Overkill gewesen und genau deswegen hat er für mich am meisten funktioniert und auch am meisten Eindruck hinterlassen. Kein MCU-Film hat mich bisher genauso oder am meisten so bewegt, wie Endgame es jetzt getan hat. Gerade weswegen wahrscheinlich das letzte Drittel des Films ausschlaggebend dafür war auch. Ja. Das war Comic, das war eine Comic-Splash-Page nach der anderen auf der großen Leinwand. Und ich habe Tränen geweint, ich habe gelacht vor Freude. Das war unglaublich, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann das immer noch nicht beschreiben, wie großartig das als Comic-Fan einfach war, das zu sehen. Ne? Ja. So filmischer Reinfall, das nachher dann letztendlich, was heißt Reinfall, aber so filmische Mängel er letztendlich auch hatte. Genau, also so rein als die Struktur von dem Film und alles, ne, da kann man viel auseinandernehmen, aber als Comic-Fan, als Marvel-Fan, der Hammer. Also Howard the Duck kommt durch eins dieser Portale mit einer Knarre, ja. Die Ravager kommen durch eins dieser Portale. Jeder kommt da durch. Ja. Diese kleine Frauenpower-Szene hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand sie ein bisschen reingezwungen, aber hat mich nicht gestört. Ich glaube nicht, dass ein A-Force-Film kommt. Hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich die ganze Zeit nur ja. Aber vor allem auch dadurch, dass es halt nicht sofort das ist, sondern ich das gekriegt habe, was ich endlich haben wollte, dass mein Thor, mein Captain America und mein fucking Iron Man zusammen gegen Thanos kämpfen und nicht jeder alleine mit so ein paar anderen Figuren. Sondern die drei Powerhouse, Ur-Avenger. Und was mich sehr geärgert hat, ist, dass Hulk nicht dazu gehörte. Also ich hätte gern noch Scheiß auf Black Widow, aber ich und Hawkeye, ne, die haben ihren Teil geleistet, aber ich hätte halt gern noch Hulk dabei gehabt. Also weil das hätte der Hulk für mich noch verdient gehabt, in dieser Endschlacht halt auch noch episch mitzukämpfen. Kommt aber leider in der Endschlacht quasi gar nicht vor. Die Verletzung soll ja dauerhaft sein, die ja durch die Infinity Stones. Natürlich, aber nach all dem, was der jetzt durchlaufen hat, war seine letzte ernsthafte Kampfszene in Ragnarok. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, weil letztendlich in Infinity War haben sie irgendwie mit Potenzproblemen rumlaufen lassen. Und jetzt haben sie ihn direkt in Professor Hulk umgewandelt, aber wirklich Action hat er nicht. Er hatte jetzt die Kraft gehabt, um den Infinity Gauntlet einmal zu führen, aber das war's. Aber ein richtiges Hulk Smash gab's bisher in der Art nur in Avengers 1. Ja. Und selbst wenn das dauerhafte Schäden sind, Captain America hat mit einem gebrochenen Arm weitergekämpft, ja, also who cares? Und irgendwie eine Wunde irgendwie im Oberkörper, also scheißegal. Am Bein, glaube ich, hat Thanos ihn einmal mit dem Schwert noch getroffen. Deshalb übrigens, ich bin absolut eurer Meinung und es ist für mich weiterhin, habe ich ja eben schon gesagt, einen perfekteren Abschluss für diese ganze Reihe hätte es nicht geben können. Und ich habe schon in der Review mit Chris in der Spoilerfreien gesagt, wer hier
nach jetzt gesagt hat, okay, ich habe genug von Superheldenfilmen und ich möchte nicht mehr und ich möchte wirklich aufhören, weil mir wird das zu kompliziert, hat hier den perfekten Absprungpunkt, wo er wirklich zufrieden rausgehen kann. Und in dem Sinne ist Endgame absolut erfolgreich und perfekt. Aber ihr seid die Comics-Fans und ihr kennt die. Ich habe die nur immer so nebenbei gelesen. Für mich bleibt trotzdem im MCU der Avengers 1 das absolute Highlight, weil der für mich vom Pacing, vom Aufbau und von der Einführung der Figuren noch viel perfekter ist als alles, was in einem Ensemble-Film, vielleicht Guardians of the Galaxy, aber alles, was in einem anderen Ensemble-Film im MCU bisher geschehen ist. Also so als Comic-Fan guckst du diese Filme und weißt, dass Endgame der letzte Film ist. Also ging es mit mir. Und der Film nähert sich dem Ende zu und ich denke mir so, okay, ich werde wohl nie sehen, wie Captain America Thor's Hammer benutzt. Ich werde so bestimmte Momente werde ich wohl nie mehr kriegen, weil viele der Schauspieler aufhören und das Ganze zu Ende geht. Und dann kommt diese Endschlacht und ich krieg alles. Mhm. Alles, was ich haben wollte, alles, was ich noch sehen wollte, in dieser fulminanten Schlacht, wie gesagt, mit Ausnahme des Hulk, der nochmal ein bisschen durchdreht. Aber das haben wir, einen Hulk gegen die Chitauri haben wir in Avengers 1 bekommen. Alles gut, ja. Mhm. Und wir kriegen halt Ant-Man größer als je zuvor, der einfach mal so ein Vieh aus der Luft boxt und eine Valkyrie auf ihrem Pegasus, die da rumfliegt und auch diese ganzen, selbst in dieser Schlacht, diese ganzen Sachen aus den alten Filmen, wie im ersten Avengers Thor seinen Blitz auf Iron Man abschießt und er dadurch aufgeladen wird und diesmal machen sie daraus eine Strategie. Und Iron Man steht da und sagt, komm Thor hier, ja, gib mir alles, was du hast. Der schießt ihm auf diesen großen Empfänger am Rücken und er schießt es nach vorne weiter. Sie referenzieren sich selbst und das ist halt ganz toll. Ja, extrem geil. Also diese Szenen plötzlich nicht so halbgar und mit angezogener Handbremse, sondern einmal so, sie dürfen halt nochmal richtig durchdrehen. Klar, die Schlacht von Wakanda war ja auch schon extrem cool, aber da waren eben nicht alle, ne? Und hier waren wirklich einfach alle dabei. Da warst du so aufgeteilt bei Wakanda auf Space und Wakanda an sich. Ja. Und auch dieser Staffellauf mit dem Infinity Gauntlet, also dieses ja, das war cool. Wir übergeben den Stab quasi an Black Panther, an Spider-Man und an Captain Marvel. Also ja, stimmt. Die ja in diesem Film gar nicht so viel zu tun hatte, wie man gedacht hätte, ne? Ja. Nee, aber ne, Hawkeye kommt mit dem Ding raus als letzter der alten Avengers und die quasi den Staffellauf zum Auto machen, auch wenn die Taktik halt am Ende nicht aufgeht, sind die drei, die jetzt weitermachen, ne? Spider-Man, Black Panther und Captain Marvel. Genau. Ja. Die neue Trinität, was wie, die alte haben wir jetzt gehen sehen und die neue ist jetzt. Genau, da. Genau. So, wobei Black Panther so ein bisschen der Captain America ist, Spider-Man vielleicht so ein bisschen der Iron Man, wenn du so willst. Und Captain Marvel ist. Scheiße. ich will noch mal auf zumindest zwei Sachen eingehen, was mich vielleicht minimal gestört hat, weil in Infinity War und am Anfang von Endgame, du hast es eben schon gesagt, Thanos war mir am Ende dann doch irgendwie in einer gewissen Weise sympathisch. Auch was der gemacht hat ihn so mehr vermenschlicht, wie er auch dafür gelitten hat. Auch wenn er natürlich noch der ultimative Bösewicht ist. Und dann schnappen die sich einen Thanos aus der Vergangenheit, der jetzt als Vehikel genutzt wird, um einfach noch, sagen wir mal, einen sehr generischen Bösewicht wieder reinzubringen. Und das hat mich etwas gestört. Wobei Thanos auch seinen Arc hat, finde ich. Also, wir sehen den das erste Mal richtig in Infinity War, also mit, ne, mit viel Handlung und so und den in Endgame, der ist ja 4 Jahre jünger. Ja. Er ist 4 Jahre jünger, er weiß aber, dass sein Plan Erfolg hat. Thanos ist definitiv arrogant. Ja. Ja. Und das zeigt in Infinity War auch, weil er halt, ne, er lässt Tony Stark leben und er sagt zu Peter Quill, ach, den mag ich und so, weil er will niemanden töten. Er will die Steine sammeln und Friede fürs Universum bringen.
und Glück. Das ist sein Plan in Infinity War. Ja. In Endgame, in der Endschlacht, ist er scheiße sauer. Er weiß, er gewinnt sowieso und er will die killen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Also und ich finde gerade dieses, dass er halt so sich so wandelt, in dem Moment gut, weil Infinity War war Thanos' Film. Endgame ist der Film der Avengers. Und ich finde das okay, diesen übermächtigen Bösewicht zu haben, auf den sie einfach lustvoll einprügeln können die ganze Zeit. Ja, aber letztendlich genau das meine ich. Wir haben uns so an einen sympathischen, an einen Charakter Thanos gewöhnt. Und jetzt wird quasi ein jüngerer Thanos genommen, der einfach halt, wie gesagt, ein generischer Bösewicht ist und einfach nur eine Hürde ist für die Helden. Und der für mich nicht mal so ansatzweise das von dem verschmitzten, sympathischen, etwas arroganten, vielleicht auch etwas liebenswerten Bösewicht hatte, den er in dem Film davor repräsentiert hat. Meinst du denn, es hätte der Platz gehabt in dem letzten Drittel in der Schlacht, charakterlich? Das nicht. Das ist ja genau die Sache. Die Schlacht hat perfekt gepasst. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie man es anders machen sollen. Ne, ich finde es sehr gut drin gewesen. Also das ist schon gut drin gewesen. Aber er war mir dann wirklich zu oberflächlich. Es ging wieder nur um die Helden. Das war das Wichtige. Und das ist das meistens ja auch in den MCU-Filmen. Deshalb sind die Bösewichte ja auch nie so charismatisch gewesen, weil es ganz klar den Schreibern und den Autoren und den Regisseuren um die Helden ging. Und das war hier am Ende ja auch wieder so. Ja, aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil auch all die Sympathien und ach, Thanos hat ja gar nicht so Unrecht und so, diese ganzen Gedanken und auch viele YouTube-Videos, die dazu rausgekommen sind. Ich finde es ganz gut, all diese Leute daran zu erinnern, dass wir hier von einem faschistischen Typen sprechen, der die Hälfte des Lebens des Universums auslöscht, weil er glaubt, das ist eine gute Idee und fair. Schön zusammengefasst. Ja, und das ist es nicht. Ja, also klar, man versteht, wo er herkommt und das macht ihn so genial in Infinity War. Trotzdem ist das ein armer, irrer Killer. Ja. Und das ist er am Ende von Endgame einfach. Und die Maske, die er quasi in Infinity War getragen hat, fällt. Und ich finde es auch okay. Also, dass man ihn dann plötzlich, dass er plötzlich doch einfach nur super böse ist. Und ich glaube, es geht in eine gute Richtung im MCU, was die Bösewichte angeht. Killmonger in Black Panther war super. Ja. Wenn auch nicht dieses Kree-Spezialteam oder die Kree und die Intelligence Supreme an sich in Captain Marvel, aber auch diese Doppeldeutigkeit der Skrulls, auch deren Motive waren nachvollziehbar. Warum sie dafür am Anfang zig Menschen umbringen müssen, ist wieder nicht so nachvollziehbar gewesen, aber whatever. Also es geht in eine gute Richtung, was die Bösewichte angeht. Ich fand den Vulture in Homecoming großartig. Oh, ja. Sehr, sehr persönlicher, also ein ganz wichtiger Spider-Man-Bösewicht für mich, weil ein Spider-Man-Bösewicht nur funktioniert, wenn er ein Verhältnis zu Peter Parker hat. Nicht ja, aber es hing natürlich auch total viel an Michael Keaton hier, ne? Ja, klar. Ja. Ja, aber es geht in eine gute Richtung. Also diese generischen Bösewichte sind eigentlich vorbei, hoffe ich. Ultron, James Spader. Fand ich cool. Mega cool. Großartig, wie er diese Rollen gespielt hat. Ja. Aber irgendwie weiß ich nicht, was da gefehlt hat an dem Film. Dass der nicht so in der Erinnerung geblieben hat. Aber eigentlich auch ein großartiger Ultron ist so ein großartiger Bösewicht. Diese Schlussszene bei Age of Ultron mit Vision. Ja. Wie sie da stehen irgendwie. Und sich unterhalten und Vision sagt, ach komm, die Menschen sind doch gar nicht so schlecht und die haben auch echt faszinierende Eigenschaften und Ultron sagt, die sind dem Untergang geweiht und Vision so, ja, und? Lass sie doch, so, ja, also lass sie doch, guck doch zu und hab Spaß und genieß die Zeit, so, also, warum willst du das denn jetzt beenden? Also so diese überlegenen Intelligenzwesen da. Also Ultron war eigentlich vom Konzept, das ist ein großartiger Bösewicht. Ich weiß nicht, warum der nicht richtig gelandet hat. Auch die Besetzung mit James Spader
perfekt eigentlich für mich. Ich bin ein ganz großer Blacklist und James Spader-Fan. Keine Ahnung, ja. Gut. Aber ich glaube, es geht in eine gute Richtung. Also ja. Ein böser Thanos am Ende fand ich fair. Zweiter Punkt hier und vielleicht auch der letzte. Natürlich der große Tod, Tony Stark, Robert Downey Jr. opfert sich. Alles ist ruhig. Ja. Also, meine persönliche Meinung, ich fand interessant, also dieser Film hat ja im Gegensatz zu den ganzen Filmen, die wir davor hatten, seit Iron Man 3 und vielleicht Avengers 1 und 2, hat er ja Tony Stark nochmal wieder eine Rolle gegeben, hat er mir nochmal wieder eine Geschichte gegeben. Und ich fand es sehr sympathisch, dass er dann eine Tochter hatte und natürlich auch eine Zukunft, an der er festhing und die er auch behalten wollte, weil letztendlich hat der Snap ja mehr ihm als allen anderen auch genützt, um persönlichen Frieden zu finden. Frieden. Natürlich hing das immer hinter ihm hinterher, was da passiert ist mit dem Snap. Und natürlich war das tragisch. Aber wer weiß, ob er in diese Richtung gegangen wäre und mit Pepper Potts und der Tochter so zusammengelebt hätte, wenn es nicht diese Richtung genommen hätte mit dem Snap, das tragische Ende. Und deshalb fand ich den Tod von Tony Stark hier wirklich so wirksam, weil er etwas zu verlieren hatte und etwas verloren hat und sich deshalb geopfert hat. André, was wollen jetzt deine Bedenken? Es hat ihn eben nicht losgelassen. Also er hat eben nicht Frieden gefunden, weil er Iron Man süchtig ist. Also auch wenn du die älteren Filme nochmal guckst und auch Avengers und gerade in Civil War, den ich ja jetzt kurz nochmal geguckt habe, er ist Iron Man und nebenbei Tony Stark. Er ist süchtig nach Iron Man sein. Und diese 5 Jahre Entzugskur, die er vielleicht gemacht hat, hat ihn nicht geheilt. Das ist einfach, und ich finde es sehr schön, er fängt halt als purer egoistischer Charakter an, und endet mit der größten Handlung der Selbstlosigkeit, mit der man enden kann. Mhm. Und gerade, und das hast du sehr richtig gesagt, Michael, ich finde, weil er jetzt was zu verlieren hat, außer sein Ego. Ja. Mhm. Im ersten Avengers fliegt er die Rakete nämlich durch das Loch eher, weil er kann. Ja, ohne groß über ein Opfer nachzudenken, glaube ich, sondern einfach handelt und instinktiv ist und hinterher, haha, ich bin der coole Held und habe New York gerettet, aber dann kommen ja die entsprechenden Auswirkungen langsam. Und interessanterweise macht Captain America halt genau den umgekehrten Prozess durch. Er macht zum Schluss was sehr Egoistisches. Indem er bei Peggy bleibt und fängt halt als Ingeburt der Selbstlosigkeit an, schmeißt sich in den ersten 34 Minuten erstmal irgendwie auf eine Handgranate für alle anderen. Ja. Findest du, das war ein egoistischer Move, wo er doch eigentlich alles, er ist abgeschlossen. Er hat ja alles abgeschlossen. Ist das denn trotzdem noch egoistisch? Jein, also nicht egoistisch, aber er denkt immer an andere zuerst. Er macht nie was für sich als erstes. Ja? Aber das war das erste Mal, dass er keinem mehr was schuldig war. Genau. Und ja, aber trotzdem. Und 3 Minuten später gibt er das Schild auch weiter. Mhm. Also das, ne? Aber er sagt, trotzdem, die Welt braucht Captain America. Hier, mein lieber Falcon, mach mal für mich weiter. Aber trotzdem, sag immer noch, dass es eine, ich sag auf jeden Fall, dass es eine egoistische Aktion war, weil letztendlich hat er ja in Kauf genommen, dass eine alternative Version, also aus den Regeln, die sich selber gesetzt haben, muss ihm ja klar gewesen sein, dass er das, was er macht, zwangsläufig zu einer anderen Welt führt, zu einem parallelen Universum, wo es wahrscheinlich oder wo es auch schlimmere Konsequenzen geben könnte durch sein Eingreifen, als was vorher war. Und deshalb ist es schon egoistisch. Er hat gesagt, okay, jetzt bin ich auch mal dran und jetzt, nachdem das Große abgeschlossen ist, darf ich auch mal für mich was machen. Es ist jetzt nicht schlecht egoistisch, aber es ist schon egoistisch in dem Sinne, dass er es für sich macht.
Ja, aber ich, also wir waren ja bei Iron Man, perfektes Ende. Perfektes Ende. Und die haben diese Snap-Szene stumm gedreht, also er hat nichts gesagt. Und der Mensch, der für die Russo Brothers halt die Filme schneidet, alle und fast die meisten MCU-Filme geschnitten hat bisher, der hat dann im Schneiderraum das geschnitten mit den Russo Brothers zusammen und meinte, die Szene funktioniert nicht, der muss irgendwas sagen. Und dann kamen die halt auf die Idee, dann hat der sogar vorgeschlagen, warum sagt er nicht einfach, ich bin Iron Man? Und das dann haben die halt nochmal nach. Ein paar Wochen vorher noch gemacht, ne? Genau. Also anderthalb Jahre, nachdem die Dreharbeiten zu Ende waren, haben sie Robert Downey nochmal zurückgeholt. Krass. Und der musste sich den Bart nochmal so schneiden und alles. Und nochmal rein in die CGI-Suit. Und die haben die Szene nochmal nachgedreht, wo er, ich bin Iron Man, sagt. Und Gott sei Dank. Also Gott sei Dank. Ja, Mega-Momente. Weil, das MCU, das MCU, so wie wir es bisher kennen, beginnt mit den Worten quasi, ich bin Iron Man, und endet mehr oder weniger mit diesen Worten. Ja. Und dafür echt Hut ab. Ja. Also, das ist ganz witzig. Also ich habe wirklich viel Dokus in letzter Zeit geguckt zu dem Thema. Und auch diese He's a Friend from Work-Szene in Thor Ragnarok, ja, die kam von einem irgendwie krebskranken Kind, was die am Set hatten, was das Set besuchen durfte, weil keiner wusste, ob es das noch schafft, den Film jemals zu sehen. Und dann haben sie es aufs Set geholt und haben diese Szene gerade gedreht. Und das Kind meint, wie witzig das wäre, wenn Thor sagen würde, hey, ich kenne den von der Arbeit. Und die haben es halt in den Film. Ernsthaft, ja? Ja. Hat halt. Aber das macht das MCU auch, gerade das macht das ja die ersten Filme aus. Der Iron Man 1, der war ja fast nur improvisierter Dialog. Ja. Und also solche Sachen, also das zeigt mir halt, das ist auch, warum die DC und Warner Filme nicht so gut funktionieren. Sind auf einem besseren Weg, funktionieren aber noch nicht so gut, weil hier Comic-Fans Filme für Comic-Fans machen, erstens im Marvel-Universum und zweitens jeder Einfluss auf diesen kreativen Prozess hat. Auch wenn Kevin Feige wahrscheinlich da so seine schützende Hand über alles hält, aber trotzdem Leuten wahnsinnig viel Freiheiten lässt. Und ich glaube, das ist einfach eine filmische oder eine Filmmacher-Umgebung, die sehr kreativ ist und wo einfach viele gute Sachen rauskommen. Und das ist der große Unterschied zum DC ist ja jetzt auf einem guten Weg, zu sagen, wir machen kein DCEU, wir machen Filme im DC-Universum. Ja. Ob die jetzt zusammenhängen oder nicht, whatever. Ja. Ich will ja unbedingt noch Shazam gucken. Hat einer von euch den gesehen? Noch nicht. Echt? Ihr habt beide Shazam noch nicht gesehen? Nee. Eben, du hast Shazam nicht gesehen? Also, ich hab neun Monate altes Mädchen zu Hause. Ich muss lange, lange planen, um mal ins Kino zu gehen. Ich bin wahrscheinlich einer der größten Hellboy-Fans, die es gibt, und ich habe den Film nicht im Kino gesehen, weil ich es nicht geschafft habe. Das macht nichts, dass du den nicht gesehen hast. Das macht gar nichts. Guck lieber Shazam. Ich habe Shazam dreimal gesehen, zweimal davon im Kino und einmal dann nochmal so. Und ne, wie man das so heutzutage halt machen kann. Großartig. Okay. Großartig. Also gerade wenn man also das ist mein Captain Marvel. Sam ist mein Captain Marvel. Ich finde den Captain Marvel Film. War er ja früher auch, ja. Ja, eben. Ja, darauf spiele ich an. Ja, also der Captain Marvel Film ist großartig, halt der mit Zachary Levi in der Hauptrolle. Gerade zu dem Thema passiert ganz am Ende von dem Film was großartig. Also dieser Film ist, ich finde den sehr, 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 sehr gut. Das ist ein Comic, das ist ein Familienfilm, das ist so richtig ein Comicfilm. Das ist ein Familienfilm, der hat Guardians-Humor, wenn man das so beschreiben will, drin. Er hat auch Sachen, über die man meckern kann, ja. Aber ich finde, das ist für mich der beste DC-Film der letzten Jahre, obwohl ich Aquaman auch okay fand. Also Aquaman war okay. Ein guter, bunter Film. Aber Shazam, ganz großes Kino. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Film. Steht groß auf meiner Watchlist, aber genau wie bei Emu das Problem, ich kann in die Presse-Previews gehen, weil ich die Mittagspause dafür opfern kann. Ja. Aber ansonsten muss ich auch bei einem 5 Monate alten Mädchen hier bleiben und da aushelfen, dass ich hier jetzt bin und einen Podcast mache. Das habe ich nur meiner Frau zu verdanken, die gerade im Wohnzimmer ist und auf die Kleine aufpasst. Ja, genau. Aber in dem Sinne, ja, Iron Man
also Shazam auf jeden Fall gucken. Iron Man war für mich das emotionale Ende des Ganzen hier. Ich fand das auch, weil ich jetzt auch nicht so emotional aus den Comics an Captain America dranhänge, auch der Tränenmoment quasi, wo mir auch so ein bisschen Pipi in den Augen drin war. Und dafür hat er da, damit hat der Film für mich geendet und das mit Iron Man, mit Captain America war ein schöner Epilog, aber für mich war die Beerdigung von Iron Man dann das Finale. Die waren alle da, ne? Diese ja. Szene ist in einem Take gedreht, die waren alle da. Yep. Der Hammer. Ja. Ja, ich habe auch in einem Interview irgendwie nur gehört, wie das Tom Holland irgendwie zu Kevin Feige gerannt ist, meinte, ist das Michelle Pfeiffer? Und er so, ja. So, die sind im MCU, was geht ab? So. Also es ist manchmal ein bisschen erschreckend, wenn man so ein paar Interviews mit den Schauspielern sieht, wie wenig die eigentlich über das MCU wissen. Gott sei Dank kennen sie sich meistens mit ihrer eigenen Figur ganz gut aus, aber jetzt, ne? Also Profis sind die alle nicht, außer, ich würde mal sagen, Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston, das sind so, die haben sich, glaube ich, extrem eingearbeitet, das ist auch ein anderer Schlag Menschen wahrscheinlich. Sonst ist es manchmal schon ein bisschen erschreckend, dass sie, ne, die Marvel-Filme in keine Reihenfolge bringen kann und so. Und wir Fans sitzen da und was ist das Problem? So, ja. Aber dafür sind es ja auch gute Schauspieler, die uns was vormachen können. Natürlich, ja. Aber, für mich war es auch die Captain America-Szene. Iron Man fand ich verdient und gut und richtig so und rührend und verdammt cool mit diesem Ich bin Iron Man. Und auch, dass Pepper dann zu ihm sagt, so jetzt findest du Ruhe, damit war ich sehr d'accord. Wie gesagt, weil ich auch finde, dass mir reichte es auch mit Iron Man, mit seinem Transformers-Anzug tatsächlich zum Schluss. Und also auch die letzte Tanzszene, auch das gleiche Lied, was übrigens in Winter Soldier schon läuft und was tatsächlich ein Lied aus den 50er Jahren ist oder späten 40er Jahren für Kriegsheimkehrer, die zu ihrer Liebsten zurückkehren. Aus dieser Zeit tatsächlich stammt das Lied. Perfekt, halt dieser letzte Tanz, wie sie da, ja, also es ist großartig. Vor allem, weil man weiß, dass Chris Evans halt freiwillig gegangen ist und ich glaube, Robert Downey Jr. hat sich damit abgefunden. Ja, also als Fanboy selbst, wie gesagt, war Captain America mein Abschluss, aber als frisch gebackener Vater war das mit Iron Man natürlich ziemlich heftig. Ja. Die Beerdigung, die kleine Morgan nachher, die Cheeseburger haben wollte, meine Fresse hat das reingehauen. Ja. Das war, man kann gar nicht sagen, welcher Moment am Ende dieses Films einen emotional mehr in den Sitz gedrückt hat. Das war alles eigentlich total over the top. Im guten Sinne, wirklich im guten Sinne. Das ist ein phänomenales Ende, einfach. Zwei Sachen, die ich wissen würde gern von euch. Fett Thor. Mega cool. Ja, kann man machen. Ich meine, Chris Hemsworth, so viele Chrises im MCU, Chris Hemsworth hat ja einfach dieses komödiantische Talent und das konnte er in vielen ersten Filmen nicht so ausleben, wie er es seit Thor Ragnarok machen konnte. Das macht er ja auch lieber, hat er mal gesagt, ja? Ja. Und dafür, ich meine, der wurde einfach noch mehr vermenschlicht, dass er das sich vollgefressen hat und einfach nur fett rumgetrunken hat und Fortnite gespielt hat, was man scheinbar in 5 Jahren immer noch zockt. Ja, Ich fand also einfach sein Outfit, seine, also jetzt, einfach sein phänomenaler Bart und die langen Haare aus Gründen einfach cool. Ich glaube, das ist naheliegend, wer mich kennt. Das fand ich aber toll, fand ich lustig. Und das Outfit zum Schluss in der Finalschlacht mit den geflochtenen Zöpfen, das sah halt so bärsig böse aus. Das war richtig badass. Mega cool. Ja, das ist, obwohl ich glaube, dass das viele Fans spaltet. Also die beste Freundin von mir, mit der ich da war, die meinte, das war für sie sehr, sehr hart an der Grenze, weil Thor ist halt ihre absolute Lieblingsfrisur, Figur. und natürlich lächelt sie Chris Hemsworth einfach als der ist ja auch ein Übermensch. Also dieser Typ, der ist, also überall, was du siehst von dem als Mensch, also der Schauspieler scheint ja einfach absolut mega nett zu sein. Der hat eine super geile, intakte Familie. Der lebt in Australien, nicht in Hollywood. Also ja, der ist einfach. Und dann hat er diesen Körper und sieht großartig aus. Also selbst als Mann, ich habe echt einen Man-Crush auf Chris Hemsworth, kann man auch mal zugeben.
Und ich finde, ja, und ich, und wenn er 100% mit dieser Entscheidung d'accord war, ich glaube, er fand ja den Ragnarok-Tor ganz großartig und hat es hart gefeiert, dass er endlich mal durfte, dann hat er irgendwie in einem Interview mal vorher gesagt, er hat dann gegenüber den Russo Brothers gleich gesagt, oh, bitte, bitte nicht, gib mir nicht meinen alten Tor wieder, ne? Ja. Sondern guck mal, ich, das ist so toll, was wir hier gemacht haben und Ragnarok ist gerade fertig und ich freue mich so über die Entwicklung und die haben nur gesagt, ja, warte mal, was wir vorhaben. Und wenn er damit, ich habe jetzt leider noch nichts gefunden, ob er, dass er sich hinterher mal geäußert hat zu dieser Figur, kommt bestimmt noch, aber so viele Cosplayer auf diesem Planeten, die nie dachten, dass sie Thor gut cosplayen könnten, ja, deren Stunde ist gekommen. Also, ja, also großartig. Ich finde es auch, ich fand's gut. Ich fand's auch, es gibt diverse fette Asgardianer. Einer von den Warriors 3 ist ja auch ziemlich fett. Deswegen ist es nicht so, dass Asgardianer wegen ihrer übermenschlichen Physik nicht fett werden können. Das habe ich nämlich schon irgendwo gelesen. Oh, kann gar nicht sein, dass Thor fett wird. Der ist ja Asgardianer und der bleibt immer so. Nee, wenn er rumsitzt und keine Schlachten kämpft, was er ja offensichtlich 5 Jahre nicht gemacht hat, außer online in Fortnite. Und viel trinkt. Und viel trinkt und viel isst. Also diese Festgelage, die er aus Asgard gewohnt ist. Ne, also ich habe ein so ein YouTube-Video gesehen, wo sich irgend so eine Frau, die wohl auch zu sehr Chris Hemsworth-Fangirl ist, so darüber aufgeregt hat, dass er ja immer schon so viel gegessen hat und literweise Bier und er ist nie fett geworden und so. Ja, aber er hat auch immer gekämpft und war in Asgard und hat Schlachten geschlagen und. Genau, da Leute seht, ihr Abnehmen ist durch Sport und nicht durch weniger Essen. Genau, ja, und jetzt hat er 5 Jahre halt nichts gemacht und nur rumgesessen und ist kaum aus seiner Bude rausgekommen und das ist das Resultat und ich find's gut und das ist so ein bisschen so, folgt so ein bisschen meine zweite Frage, die ich an euch beide nochmal habe. Es gibt jetzt viele, die sagen, Achtung, Achtung, das MCU wird ein bisschen zu woke, also zu viel oh, wir müssen Frauen integrieren, oh, wir müssen den ersten offenen, schwulen Charakter in Endgame packen, der ja von Joe Russo quasi in dieser Selbsthilfegruppe ist der das erste ja, Mal. Offen war das Ganze ja nicht wirklich. Naja, nee, aber, ne? Also, er sagt ja hier, sein Mann ist verschwunden und so. Ja, gut, aber Nebensatz. Meint ihr, da kommt jetzt, habt ihr auch so ein bisschen die Befürchtung, da kommt jetzt ein bisschen zu viel Politik in diesen Filmen? Haben sich Leute wirklich daran gestört, weil jemand in der Selbsthilfegruppe einen Mann gesagt hat, dass sein Mann verschwunden ist? Nee, daran hat sich keiner gestört, sondern an diesen ganzen Sachen, die passieren gerade in der Filmindustrie insgesamt. Mhm. Ja, das ist ja halt immer mehr, das halt, ich sag mal, ich weiß halt nicht, wo das Problem ist. Frauenpower-Filme und Captain Marvel, das erste Mal, ne, eine weibliche Hauptrolle in einem Marvel-Film und so, oder das, also, ne, also ich bin mit Ellen Ripley und Terminator 2 und 1 groß geworden. Ich weiß nicht, was mir alle erzählen wollen von, es gab noch nie starke Frauenrollen. Also, viele meiner Lieblings-Action-Filme ist die Hauptfigur eine Frau. keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, dass man da jetzt künstlich was reindrücken muss, aber es gibt halt Leute, die Angst haben, dass jetzt gerade in zukünftige Filme künstlich Sachen reingedrückt werden. Also ich bin halt auch großer Witcher-Fan und auf Netflix kommt ja irgendwann, wahrscheinlich Ende des Jahres, eine Witcher-Serie. Mhm. Und da gab es auch schon Riesendiskussionen beim Casting, weil wohl 2, 3... Triss Merigold, ja, passt nicht so ganz. Ja, Triss Merigold ist zu jung, irgendwie die Schauspielerin. Und irgendwie 2, 3 andere Zauberinnen sind halt dunkelhäutig. Meine Fresse, ey, man kann sich aber auch aufregen. Ja, ja, und das sind ja slawische also das ist ja eine slawische Buchserie und das müssen ja Leute sein, die eher slawisch aussehen und blond und so. Also ich finde halt. Die haben ja noch alle einen sehr, sehr weißen Jesus an der Wand hängen, ja? Ja, ja, genau. und kein, aus dem Middle East. Genau. Kein Juden aus dem Nahen Osten. Also ich finde diese gesamte Diskussion darüber, das ist ja jetzt auch in der Comic-Szene sehr, sehr intensiv. Ja.
Ja. Gerade also zumindest in der US-Comic-Szene, hier in Deutschland sowieso, wir haben ja teilweise wirklich ein paar Vollpanne-Nerds rumlaufen, die sich über starke Frauenbilder oder dunkelhäutige Menschen aufregen, die auf einmal ein Superheldenkostüm tragen und das alles als gezwungen sehen, sehe ich überhaupt nicht so, weil das für mich einfach eine Widerspiegelung der menschlichen Gesellschaft ist, wie sie nun mal ist. Und ich habe diese Szene jetzt in dieser Selbsthilfegruppe nicht mal ansatzweise so bewusst wahrgenommen, nur weil du das jetzt ansprichst, dass ich anscheinend Leute darüber aufregen. Das ist, für mich ist das ein normales menschliches Umfeld. Also sie regen sich halt nicht darüber auf, dass der offen schwul ist, sondern dass es wie in den Filmen künstlich reingeklebt wirkt. Ist für mich halt auch nicht so. Ich finde, der beste Schauspieler soll der diese Figur auf der Leinwand zum Leben erwecken kann, sollte die Rolle kriegen. Ich kann nachvollziehen, wenn einer sagt, es ist blöd, wenn man, keine Ahnung, einem Asiaten die Rolle von James Ryan gibt, nur um einen Asiaten zu casten. Also nur um möglichst mal was anderes zu machen und gegen Konventionen zu verstoßen. Oder wegen irgendwelcher Quotenerfüllung oder so. Ich finde es aber blöd zu sagen, im umgekehrten Fall, wenn ein Asiate als James Ryan gecastet werden würde und der macht eine gute Rolle, dann fände ich es halt viel schlimmer, wenn jemand sagt, aber der muss doch weißer Amerikaner sein oder so, ja? Sehe ich genauso. Also letztendlich dieses, einerseits geht mir dieser Versuch über, politisch korrekt zu sein, wenn es wirklich so auffällig ist, auf den Keks, weil muss man nicht, wenn sich's organisch in eine Story einflechten lässt und wenn so ein Charakter funktioniert, wieso nicht? Ja. Also, findet ihr wirklich, es hat was mit Political Correctness zu tun? Jetzt mal ehrlich. Diese ganze Welt voller Superhelden und keine. Das meine ich ja nicht. Also die Szene am Anfang ist mir auch so überhaupt gar nicht aufgefallen. Aber jetzt regen sich ja Leute darüber auf, dass man im MCU einen homosexuellen Superhelden etablieren will. Wie unrealistisch ist das bitte, eine gesamte Armada von Superhelden zu haben und keiner davon ist homosexuell? Gedanke alleine schon. Bei den Eternals soll jetzt, glaube ich, das erste Mal ein offen homosexueller Held dabei sein und die Leute regen sich drüber auf. Ja, das ist auch Schwachsinn. Ja. Es ist unmöglich, dass davon keiner homosexuell ist. Weil Millionen Menschen auf der Welt homosexuell sind. Das gehört nun mal einfach dazu. Ja. Und ich finde auch, die Comics haben sich halt weiterentwickelt. Gott sei Dank. Sind halt nicht mehr in den 50ern und in den 60ern. Ja. Und selbst wenn diese Figur aus den 50er oder 60er Jahre Comics stammt und damals das nicht thematisiert wurde und die Figur vielleicht deswegen heterosexuell ist, ich glaube, es gibt inzwischen genug gleichgeschlechtliche und sonst was Superhelden, ja. Also selbst meine Hochphase war halt wirklich in den 90ern und frühe 2000er, wo ich noch intensiv, weiß ich nicht, 6, 7 Marvel-Serien wirklich wochenweise aus den USA die Importe halt gelesen habe. Als es noch Comicläden gab, die regelmäßig auf Lager hatten hier in Hamburg. Gibt's immer noch. Aber es werden weniger. Ja, also es werden halt erheblich weniger, leider. Ich sag's genauso wie mit den... Die Zeiten sind anders und wenn die sich jetzt entscheiden, der ist halt schwarz, schwul und fährt Rollstuhl, dann soll er das tun. Ja, also. Ich meine, in den letzten Jahren ist es ja immer wieder der Versuch von Hollywood gewesen, ich weiß nicht, teilweise ist es ja wahrscheinlich wirklich ein Versuch, Sachen zu rebooten mit Frauen. Und mir ist es eigentlich, also jetzt auch zu dem Thema wieder, mir ist es eigentlich furchtbar egal, solange die Story und die Charaktere funktionieren. Alle haben sich so, oder irgendwie das Internet, der lauteste Teil des Internets hat sich so über Ghostbusters aufgeregt. Das beste Beispiel, die Ghostbusters-Frauen. Hätte ich jetzt keine schlechte Idee gefunden. Dummerweise war der Film nicht gut. Der Film war einfach scheiße. Der Film war da gibt es auch ein schönes Video irgendwo auf YouTube, warum der nicht funktioniert, weil sie halt einfach, da vergleichen sie es mit irgendeiner Fahrstuhlszene, die ganz viel erklärt in Ghostbusters 1, die 20 Sekunden geht oder 30 Sekunden und eine ähnliche Szene, die was Ähnliches etabliert in dem neuen Ghostbusters-Film geht irgendwie 3 oder 4 Minuten. Ja? Ja. Deswegen funktioniert dieser Film nicht, weil er halt erzählt und nicht zeigt. Also das haben so viele Filme und Serien mittlerweile auch das Problem, auch wenn wir jetzt
nebenbei über Game of Thrones reden würden, hätten wir genau das gleiche Problem, ja, dass erzählt wird und nicht gezeigt wird. Jetzt auch bei Ghostbusters, also den Cast fand ich beispielsweise großartig, sind so gute Komikerinnen dazwischen, leider haben die nicht gutes Material bekommen und deshalb ist der völlig untergegangen, dieser Film, vielleicht auch deshalb zurecht, weil er einfach ein schlechtes Skript und eine schlechte Umsetzung hatte. Ja, in dem weiblich besetzten Ghostbusters Film ist für mich die beste Rolle Chris Hemsworth. Genau, da haben wir ihn wieder. Also was traurig ist. Letztes Jahr gab es den Ocean's 8. War für mich okay, war aber jetzt auch an, hatte auch aber an anderen Stellen Probleme. Und das war ist der von Soderbergh? Nee. Bitte? War der nicht von Soderbergh, ne? Nee. Aber letztendlich, was ich damit, wie gesagt, sagen will, ist, immer her damit, wenn ihr mir gute Story liefert, ist mir ganz egal, ob er schwarz, weiß, homosexuell oder irgendwas anderes ist oder pansexuell, dann kann gerne alles sein. Solange es in der Story und den Charakteren funktioniert und es gut erzählt wird, her damit. Ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich sehe halt das Problem, ich sehe ein Problem, wenn man versucht, es künstlich zu erzeugen. Und ich weiß halt nicht, ob das bei dem Ghostbusters-Film oder bei irgendeinem anderen Film der Fall war. Aber es gibt organische Filme. Naturgemäß, ne, deswegen, du hast mich ja auch vorhin als Nerf Gunsmith vorgestellt. Also wer Interesse an postapokalyptischem Kram hat, gerne mal auf Facebook bei Nerf Leerzeichen Gunsmith vorbeigucken. Ich baue halt so postapokalyptische Kostüme und Waffen und bin damit auf Messen und so unterwegs. Und ich bin natürlich ein großer Mad Max-Fan, natürlicherweise. Und Mad Max Fury Road, die Hauptrolle spielt Furiosa, gespielt von Charlize Theron und nicht Mad Max. Mad Max ist so ein bisschen der stumme Erzähler. Und es ist so ein bisschen sein Point of View in der Geschichte. Aber die starke, emanzipierte Hauptrolle spielt eine Frau. Und der Film ist perfekt. Und da hat sich ja auch keiner drüber beschwert. Es gibt ein Interview mit Tom Hardy, wo er irgendwie gefragt wird, ob er sich nicht gewundert hätte, dass er für Mad Max gecastet wird. Und dann besteht fast der ganze Cast, der zumindest sprechende Rollen hat, aus Frauen. Ja. Der ist doch ausgerastet bei der Frage, von dem Reporter. Der ist nicht ausgerastet. Er hat so nur hat den so angeguckt lange und meinte dann so, nein. Ich glaube, er war kurz, also er hat, glaube ich, sehr mit sich gerungen, weil der ist ja bekannt dafür, dass er ganz gerne mal in Interviews sehr seine Meinung sagt, was auch gut so ist. Aber nein. Ich habe mich nicht gewundert. So. Ja, sehr schön. Whatever. Ja. Dieses Nein gibt uns auch einen schönen Abschluss für das Ganze. Wir haben nämlich auch diesmal keine Endcredits gehabt. Am Endcredits gab es schön ein paar Unterschriften. Das hat für mich das auch schon richtig beendet, so die Signaturen am Ende und dann wirklich ganz zum Schluss ein kleines Hämmern und dann war es vorbei und wie gesagt... Was hört ihr das? Das war einfach nur, haben die Russos auch gesagt, das war einfach nur nochmal Kudos an Downey Jr. und Iron Man. Es gibt keine Post-Credit-Scene, weil die Post-Credit-Scene immer als Brücke zum nächsten Film gedient haben, haben sie gesagt, und da es hier keine Brücke zu einem nächsten Film gibt, gibt es auch keine Post-Credit-Scene, weil für die ist das MCU in der Form, wie wir es bisher kennen, jetzt zu Ende. Klar, genau. Es kommt noch Spider-Man Far From Home als Epilog, aber das war das Ende und darum keine Post-Credit-Scene. Genau. Okay. Das war auch das perfekte Ende. In dem Fall haben wir immer wieder drüber gesprochen, mit schönen Signaturen am Ende, Tschüss gesagt, alles vorbei. Wir waren froh, dass ihr uns 10 Jahre gefolgt seid. Und auf jeden Fall wird es ein stolzer Teil meiner Blu-ray und demnächst UHD-Blu-ray-Sammlung. Ja, ich glaube auch, also ich bin sehr froh, diese letzten 10 Jahre auch so intensiv, wie ich sie mitgemacht habe, mitgemacht zu haben. Weil ich glaube nicht, dass sich das wiederholen lässt in der Form. Ich glaube nicht, dass sich das überhaupt jemals wiederholt. Also 22 Kinofilme, die alle zusammenhängen, 11 verschiedene Franchises, habe ich gerade nochmal gespickt. Ja, also 11 verschiedene Movie-Franchises, die sich in einem Film treffen. Klar, es gibt zig Jahre überspannende Star Trek-Filme oder Star Wars-Filme oder, aber es sind nicht verschiedene Franchises, die in einem finalen Film-Duo
münden, so wie hier mit Infinity War und Endgame. Ich glaube, das ist einzigartig in der Filmgeschichte und wird es wahrscheinlich auch lange bleiben. Und ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, es fehlen noch 300 Millionen Dollar, um Avatar zu schlagen. 2,4 Milliarden aktueller Stand bei Endgame, 2,7 steht Avatar. Und wir sind aktuell erst in der dritten Woche. Ja, die Zahlen von diesem Wochenende sind, glaube ich, noch nicht dabei. Doch, die sind schon, von dem Wochenende sind die schon dabei und der sind ganz knapp da dran. Ja. Man muss natürlich jetzt auch sagen... Avatar war 7 Monate im Kino übrigens, also... Ja. Boah, unglaublich. Ja. Wenn man die Inflation mit einrechnet, dann sind wieder ganz andere Filme ganz oben, aber da zählen ja gerade nur die blanken Zahlen. Ja. Ich glaube, dass der Endgame da locker dran gehen wird, vor allen Dingen, weil, was war diese Woche gestartet? Diese Woche ist der Pokémon-Film gestartet und der konnte noch nicht mal Endgame überflügeln. Nee, das wundert mich jetzt aber auch nicht, also... Da werden mehr Leute in den 14- und 16-Uhr-Vorstellungen sein als in den 20-Uhr-Vorstellungen. Also, glaub nicht. Ja, gut, aber Avatar ist zu einer Zeit gestartet, als es gar nichts gab im Kino. Also, das ist, als es auch nicht viel anderes überhaupt gab. Von daher, ich hoffe mal auf die 3 Milliarden, dass sie die 3 Milliarden knacken. Habt ihr den Film durchweg in 3D gesehen? Ich habe ihn zweimal in 3D und beim letzten Mal Gott sei Dank dann in 2D gesehen. Besser in 2D? Ja, immer. Okay. Also ja, ich habe für mich immer. Preview war auch in 2D und da war ich sehr dankbar drüber. Ich nehme jede 2D-Vorstellung in crispen 4K gegenüber 3D, wo ich immer noch Doppelbilder sehe. Ja. Ja. Also ich finde 3D nach wie vor bei Action-Szenen immer leicht verschwommen. Ob das jetzt meine altersschwachen Augen sind oder was auch immer. Also es hat und 3 Stunden, also diese Mitternachtsvorstellung war halt auch in einem IMAX super duper mega Kino und die haben halt auch größere 3D-Brillen, die Gott sei Dank auch komfortabler sind. Und beim zweiten Mal war das halt echt so eine billig normal Plastik 3D-Brille und die ging mir dann so nach 2 Stunden langsam schon auf den Sack. Wart ihr beide Brillenträger? Ich bin kein Brillenträger. Ich bin Brillenträger, aber trage im Kino immer Kontaktlinsen. Ja. Allgemein im Alltag. Weil als Brillenträger habe ich jetzt den schönen Trick, dass ich mir so einen Clip-on geholt habe, der unglaublich bequem ist, wenn man in 3D reingeht. Okay. Ja, das glaube ich. Also klar, weil deine normale Brille ja sehr bequem ist und du die ganzen Tag trägst, ne? Aber diese normalen Kino-3D-Brillen sind es halt nicht. Ja. Und die 3 Stunden dann aufzuhaben, das finde ich halt schon anstrengend. Das ist halt auch nicht, ja, also es ist einfach fürs Auge auch anstrengend, diese Bilder ja immer dann nochmal zusammensetzen zu müssen im Kopf. Und ich spüre diese minimale Verzögerung. Und das habe ich halt bei 2D nicht. Und Avatar war ein Film, den ich sagen muss, der wirkt in 3D ganz anders, weil der wurde ja auch in 3D gedreht und konzipiert und alles. Und alles, was wir in den letzten zig Jahren als 3D-Filme kriegen, das sind ja nur portierte Filme. Die werden ja ganz normal in 2D gedreht und werden dann portiert, damit die Kinos mehr Geld machen. Also aus keinem anderen Grund, ja. Und deswegen finde ich 3D überflüssig. Wenn mal wieder ein Film kommt, der auf 3D konzipiert ist, dann gucke ich mir das gerne an. Bis dahin, ja, wenn ich halt Premiere keine anderen Karten mehr in keinem anderen Kino kriege als 3D, dann muss es halt der sein. Aber sonst bin ich auch großer 2D-Fan. Mhm. So, ihr beiden, wir haben zwar jetzt keine 3 Stunden voll bekommen, aber wir sind so langsam an den 2,5 Stunden haben wir gekratzt. Vielleicht ein oder zwei abschließende Sätze. Ich meine, wir haben es am Anfang schon gesagt, zu Endgame, weil ihr das jetzt alles Revue passieren lassen habt. Diesmal fängt André an. Endgame ist, der Titel ist perfekt, weil das MCU, wie wir das die letzten 10, 11 Jahre kennengelernt haben, glaube ich, ist in dieser Form mit 22 Interconnected Filmen furios und perfekt zu Ende gegangen und glaube ich in dieser Form auch wirklich zu Ende. Womit ich zufrieden bin, weil der Film perfekt war. Ich werde die zukünftigen Marvel-Filme weiter gucken, aber entspannter.
Also nicht mehr ganz so fiebernd, was da kommt. Etwas weniger gehypt sein. Ich freue mich jetzt noch auf Spider-Man, aber hypen tut mich aktuell der Disney Plus Channel, auf den ich mich sehr freue, aber weniger wegen der Marvel-Serien, sondern mehr wegen The Mandalorian. Ich denke auch, dass gerade mit den kommenden Marvel-Filmen jetzt auch in den nächsten 10 Jahren, also wenn wir jetzt nochmal dieselbe Zeitetappe hinter uns bringen, die wir jetzt auch schon hinter uns haben, diese erste Hälfte dann eine ganz andere Stellungnahme haben wird als jetzt momentan noch, eben weil wir dort diese Inkarnation der Ur-Avengers haben, oder zumindest, nein, nicht Ur-Avengers, die Ur-Avengers des MCU haben, mit Iron Man, Thor und Captain America als die große Speerspitze, die es ja dann nicht mehr geben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bedeutung dieses Films und den 21 Filmen davor dann auch noch ein bisschen wachsen wird, als es jetzt eigentlich schon für mich sich so anfühlt, wie es jetzt aktuell ist. Daher schließe ich mich André auch an, das ist der perfekte Abschluss, oder das habt ihr beide ja auch gesagt, das ist der perfekte Abschluss von allem, was bisher da war. Besser hätte es nicht kommen können. Und ich bin gespannt, wie sie das mit den großen Teamfilmen, die denn kommen werden, denn wirklich noch toppen wollen. Ja, wunderbar. Ich glaube, dem habe ich jetzt so nichts mehr hinzuzufügen, außer dass die Leute mal bei Nerfgun Smith im Internet vorbeischauen sollten. Facebook, richtig? Facebook und Instagram. Facebook und Instagram und Emo natürlich immer Bizarre World Comics und mittlerweile auch der eigene Podcast. Ja, das ist richtig. Meine beiden Freunde von deinantiheld.de, die führen ebenfalls einen Comic-Blog, so wie ich das auch mache, seit vielen Jahren. Und wir haben uns zusammengeschlossen und haben jetzt einen Comic-Podcast aufgemacht. Pau, ein Comic-Podcast. Ist jetzt gerade während wir aufzeichnen auch eine Folge online gegangen, wie ich gerade sehe. Wunderbar, dann also unbedingt mal reinhören, aber ich hoffe, dass wir dich trotzdem noch immer mal wieder als Gast begrüßen dürfen. Sofern meine Tochter mich lässt, sehr gerne. Alles klar. Danke euch beiden und allen, die hier noch was zu sagen haben, können ihre Kommentare, diesmal gerne auch spoilerig, in den entsprechenden Social-Media-Kanälen hinterlassen oder schreibt uns doch einfach an info@nerdizismus.de. Nochmal vielen Dank euch beiden und tschö. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.